Blutiger Wind von Raymond Chandler. Es blies ein Wüstenwind an diesem Abend. Einer jener heißen, trockenen Santa Anas, die von den Gebirgspässen herunterkommen und einem das Haar krüllen und an den Nerven zerren und auf der Haut jucken. An Abenden wie diesem endet jede Saufrunde mit einer Keilerei. Sanftmütige Hausfrauen tasten prüfend über die Schneide des Tranchiermessers und studieren die Hälse ihrer Männer. Schlechthin alles ist möglich. Es kann einem sogar passieren, dass man in einer Kneipe ein volles Glas Bier bekommt. Ich bekam eins in einem aufgedonnerten neuen Lokal gegenüber von dem Apartmenthaus, in dem ich wohnte. Es war erst vor einer Woche eröffnet worden und machte noch keine großen Geschäfte. Der Junge hinter der Theke war Anfang 20 und sah aus, als hätte er noch nie im Leben einen Schluck getrunken. Es war nur noch ein anderer Gast da, ein Trunkenbold, der mit dem Rücken zur Tür auf einem Barhocker saß. Er hatte einen Stoß sauber gestapelter 10-Cent-Stücke vor sich im Wert von ungefähr $2. Er trank Roggenwhisky pur aus kleinen Gläsern und er war ganz in seine eigene Welt versunken. Ich setzte mich ein Stückchen weiter und bekam ein Glas Bier und sagte, »Sie streichen aber wirklich den Schaum runter, Freund, das muss man Ihnen lassen.« »Wir haben kürzlich erst eröffnet«, sagte der Junge. »Wir müssen uns unsere Kundschaft erst aufbauen. Sie waren schon mal da, Mister, stimmt's?« »Hm. Wohnen Sie hier in der Gegend?« »In den Birkland Apartments gegenüber«, sagte ich. »Und ich heiße John Delmas.« »Danke, Mister. Ich heiße Lou Petrolli.« Er beugte sich dicht zu mir über die polierte dunkle Theke. »Kennen Sie den Burschen da?« »Nein.« »Er müsste nach Hause, finde ich. Eigentlich sollte ich ihm ein Taxi rufen und ihn nach Hause schicken. Er hat schon fast die Ration für nächste Woche hinter sich.« »An so einem Abend«, sagte ich, »lassen Sie ihn in Frieden.« »Ist aber nicht gut für ihn«, sagte der Junge und sah mich finster an. »Whisky«, krächzte der Betrunkene, ohne aufzublicken. Er schnippte mit den Fingern, um seinen Zehnerstapel nicht durch einen Schlag auf die Theke ins Wanken zu bringen. Der Junge sah mich an und zuckte die Achseln. »Soll ich?« »Wem sein Magen ist es denn?« »Meiner nicht.« Der Junge goss ihm einen weiteren Whisky pur ein, und ich glaube, er panschte ihn ein bisschen mit Wasser hinter der Theke, denn als er damit hochkam, machte er ein so schuldbewusstes Gesicht, als hätte er seiner Großmutter einen Tritt versetzt. Der Betrunkene achtete nicht darauf. Er hob 2 Zehner von seinem Stapel, langsam, mit der präzisen Sorgfalt, mit der ein Meisterchirurg einen Gehirntumor operiert. Der Junge kam zurück und goss mir Bier nach in mein Glas. Draußen heulte der Wind. Von Zeit zu Zeit drückte er die bunt verglaste Schwingtür ein paar Zoll auf. Es war eine schwere Tür. Der Junge sagte, »Erstens mag ich Betrunkene nicht, und zweitens mag ich nicht, wenn sie sich hier bei mir betrinken, und drittens mag ich sie wie erstens nicht.« »Das könnte man glatt bei Warner Brothers bringen«, sagte ich. »Hat man schon.« In diesem Moment genau bekamen wir einen weiteren Gast. Ein Wagen hielt quietschend vor dem Eingang und die Schwingtür flog auf. Ein Bursche kam hereingeplatzt, der es offenbar eilig hatte. Er hielt die Tür fest und musterte das Lokal mit einem raschen Blick aus flachen, glänzenden, dunklen Augen. Er war gut gebaut, hatte dunkles Haar und mit seinem schmalen Gesicht und den schmalen Lippen sah er recht gut aus. Er war dunkel gekleidet und ein weißes Taschentuch lugte ihm scheu aus der Tasche, und er wirkte zugleich kühl und irgendwie innerlich gespannt. Das lag wahrscheinlich an dem heißen Wind. Ich fühlte mich selber ein bisschen so, nur nicht so kühl. Er warf einen Blick auf den Rücken des Betrunkenen. Der Betrunkene spielte Dame mit seinen leeren Gläsern. Der neue Kunde gönnte auch mir einen Blick. Dann schaute er zu den Nischen auf der anderen Seite des Lokals hinüber. Sie waren alle leer. Er kam ganz herein, an dem Betrunkenen vorbei, der schwankend und vor sich hin murmelnd dasaß, und sprach den Thekenjüngling an. »Haben Sie vielleicht eine Dame hier gesehen, Kamerad? Hochgewachsen, hübsch, braunes Haar in einem bedruckten Bolero-Jäckchen, über einem blauen Kreppseidenkleid, hatte einen breitrandigen Strohhut auf mit einem Samtband.« Seine Stimme klang verkniffen und gepresst und war mir gar nicht sympathisch. »Nein, Sir, war niemand hier, auf den das passt«, sagte der Junge.
Danke, ein Scotch pur, aber machen Sie schnell, ja?« Der Junge schenkte ihm ein und der Mann bezahlte und kippte den Drink auf einen Sitz hinter die Binde und wollte wieder gehen. Er tat 3 oder 4 Schritte, dann sah er das Gesicht des Betrunkenen und blieb hier stehen. Der Betrunkene grinste. Er hatte plötzlich eine Pistole in der Hand und die Bewegung, mit der er sie gezogen hatte, irgendwoher, war so schnell gewesen, dass ich sie gleichsam nur verwischt mitbekam. Er hielt die Waffe ganz ruhig und sah dabei nicht betrunkener aus, als ich es war. Der hochgewachsene, dunkle Bursche stand völlig still. Dann zuckte sein Kopf ein wenig nach hinten und dann war er wieder still. Draußen brauste ein Wagen vorbei. Die Pistole des Betrunkenen war eine 22er Automatik, wie man sie zum Scheibenschießen benutzt, mit einem großen Visier vorn. Sie machte 2-mal Schnapp, kurz und hart, und ein wenig Rauch kräuselte sich in der Luft, sehr wenig. »Mach's gut, Waldo«, sagte der Betrunkene. Dann richtete er die Pistole auf den Jungen und mich. Der dunkle Bursche brauchte 1 Woche, bis er fiel. Er taumelte, fing sich, fuchtelte mit einem Arm, taumelte weiter. Der Hut sank ihm vom Kopf. Dann schlug er selbst mit dem Gesicht auf den Boden. Als er dort lag, hätte man meinen können, er wäre aus Beton gegossen. So hektisch bewegte er sich. Der Betrunkene glitt von seinem Hocker und schaufelte seine Zehner in eine Tasche und glitt auf die Tür zu. Er bewegte sich seitlich, dabei hielt die Pistole quer vor der Brust. Meine Pistole lag zu Hause. Ich hatte gedacht, ich würde keine brauchen, um zu einem Glas Bier zu kommen. Der Junge hinter der Theke rührte sich nicht und gab nicht den leisesten Laut von sich. Der Betrunkene ertastete mit der Schulter die Tür, die Augen unentwegt auf uns gerichtet und schob sich dann rückwärts hindurch. Als sie weit offen war, fuhr ein starker Luftstoß herein und wehte das Haar des Mannes am Boden hoch. Der Betrunkene sagte, »Der arme Waldo, ich wette, er hat Nasenbluten gekriegt.« Die Tür schwang zu. Ich stürzte drauf los, aus langjähriger Gewohnheit immer das Falsche zu tun. In diesem Fall spielte es keine Rolle. Der Wagen draußen brüllte auf, und als sie auf dem Gehsteig anlangte, konnte ich eben noch sein rotes Rücklicht um die nächste Ecke wischen sehen. Die Zulassungsnummer bekam ich so mühelos mit, wie ich meine 1. Million bekommen habe. Es wimmelte auf der Straße wie üblich von Menschen und Autos. Niemandem war anzusehen, dass er Pistolenschüsse gehört hatte. Der Wind führte sich laut genug auf, um den harten, kurzen Knall von 22er Munition wie ein Türzuschlagen klingen zu lassen, selbst wenn jemand ihn wahrgenommen hatte. Ich ging ins Lokal zurück. Der Junge hatte sich nicht vom Fleck gerührt, selbst jetzt noch nicht. Er stand einfach da, die Hände flach auf der Theke, ein wenig vornüber gebeugt, und blickte auf den Rücken des dunklen Burschen hinunter. Der dunkle Bursche hatte sich ebenfalls nicht mehr gerührt. Ich beugte mich nieder und tastete nach seiner Halsschlagader. Er würde sich nicht mehr rühren. Nie mehr. Das Gesicht des Jungen hatte so viel Ausdruck wie ein Lendensteak und auch ungefähr dieselbe Farbe. Seine Augen zeigten mehr Zorn als Schreck. Ich zündete mir eine Zigarette an und blies Rauch gegen die Decke und sagte kurz, »Hängen Sie sie ans Telefon.« »Vielleicht ist er gar nicht tot«, sagte der Junge. »Wenn einer eine 22er benutzt, dann heißt das, er ist aus den Fehlern raus. Wo steht das Telefon?« »Ich habe keins. Ich habe schon so genug Ausgaben, Mann. Jetzt kann ich 800 Eier in den Rauchfang schreiben.« »Das Lokal gehört Ihnen?« »Gehörte. Bis das passiert ist jetzt.« Er legte seine weiße Jacke ab und seine Schürze und kam um die Theke herum. »Ich schließe ab«, sagte er und zog Schlüssel heraus. Er ging hinaus, schwang die Tür zu und ruckte am Schloss herum draußen, bis der Riegel einschnappte. Ich bückte mich und wälzte Waldo auf den Rücken. Zuerst konnte ich überhaupt nicht feststellen, wo die Schüsse ihn getroffen hatten. Dann sah ich es, 2 winzig kleine Löcher in seiner Jacke über dem Herzen. Auf seinem Hemd war nur ganz wenig Blut. Der Betrunkene war ein Ass in seiner Art, als Killer. Der Streifenwagen kam nach etwa 8 Minuten. Der Junge, Lou Petrolli, stand um diese Zeit schon wieder hinter der Theke.
Er hatte seine weiße Jacke wieder an und zählte eben das Geld in seiner Registrierkasse und steckte es in die Tasche und machte sich Notizen in einem kleinen Buch. Ich setzte mich an den Rand einer der Halbnischen und rauchte Zigaretten und sah zu, wie Waldos Gesicht toter und immer toter wurde. Ich überlegte, wer wohl das Mädchen in dem bedruckten Jäckchen sein mochte, warum Waldo den Motor seines Wagens draußen hatte laufen lassen, warum er so in Eile war und ob der Betrunkene wohl auf ihn gewartet oder bloß zufällig hier gewesen war. Die Streifenpolizisten kamen schwitzend herein. Sie waren von der üblichen Größe und einer von ihnen hatte eine Blume unter der Mütze stecken und die Mütze ein bisschen schief gerückt. Als er den Toten sah, tat er die Blume weg und beugte sich nieder, um nach Waldos Puls zu tasten. »Scheint tot zu sein«, sagte er und wälzte ihn noch ein bisschen weiter herum. »Ah ja, sehe schon, wo es ihn erwischt hat. Nette, saubere Arbeit.« »Sie beide haben gesehen, wie er es abkriegte?« Ich sagte ja. Der Junge hinter der Theke sagte nichts. Ich sagte noch, dass der Killer allem Anschein nach in Waldos Wagen geflohen sei. Der Polizist riss Waldos Brieftasche heraus, durchsuchte sie blitzschnell und pfiff. Massenhaft Pinke, aber kein Führerschein. Er steckte die Brieftasche weg. »Okay, wir haben ihn nicht angerührt, verstanden? Bloß rasch die Möglichkeit überprüft, dass er seine Wagenpapiere bei sich hatte. Hätten die Nummer dann über Funk rausgeben können.« »Verdammt, und ob sie ihn angerührt haben«, sagte Lou Petrolli. Der Polizist sah ihn ganz eigentümlich an. »Okay, Freundchen«, sagte er sanft, »dann haben wir es eben getan.« Der Junge griff nach einem sauberen Highball-Glas und begann es zu polieren. Er polierte es unablässig während der ganzen restlichen Zeit, die wir noch dort waren. Nach einer weiteren Minute heulte ein Wagen der Mordkommission heran und hielt kreischend vor der Tür draußen, und vier Männer stürzten herein, zwei Beamte, ein Fotograf und ein Mann vom Labor. Die Beamten kannte ich beide nicht. Man kann schon lange im Detektivgeschäft sein und trotzdem nicht die ganze Polizei einer Großstadt kennen. Einer von ihnen war ein gedrungener, glatter, dunkler, ruhiger, lächelnder Mann mit krausem Haar und sanften, intelligenten Augen. Der andere war groß, hatte grobe Knochen und ein langes Kinn, eine geäderte Nase und glasige Augen. Er sah wie ein starker Trinker aus. Er sah auch hart aus, aber er sah so aus, als hielte er sich für eine Spur härter, als er in Wirklichkeit war. Er buxierte mich in die letzte Nische an der Wand, und sein Kollege nahm sich vorne den Jungen vor, und die Blauröcke gingen hinaus. Der Fingerabdruckexperte und der Fotograf machten sich an die Arbeit. Ein Polizeiarzt kam, blieb gerade lange genug, um sich darüber aufzuregen, dass kein Telefon da war, mit dem er den Leichenwagen rufen konnte. Der gedrungene Beamte leerte Waldos Taschen und leerte dann auch die Brieftasche und packte auf einem Nischentisch alles in ein großes Taschentuch. Ich sah eine Menge Geldscheine, Schlüssel, Zigaretten, ein weiteres Taschentuch, aber sonst kaum etwas. Der große Beamte schob mich tief in die Halbnische zurück. »Also los«, sagte er. »Ich bin Detective Lieutenant Kopernik.« Ich legte ihm meine Brieftasche vor. Er sah sie sich an, ging alles durch, stieß sie mir wieder herüber, machte sich eine Notiz in einem Buch. »John Delmas, eh? Ein Schnüffler. Geschäftlich hier?« »Im Auftrag meines Dorstes«, sagte ich. »Ich wohne gegenüber in Birkland.« »Kennen Sie den Knilch da vorn?« »Ich war schon einmal hier, seit er neu aufgemacht hat.« »Irgendwas aufgefallen an ihm heute?« »Nein.« »Nimm's ein bisschen zu leicht für einen jungen Burschen, finden Sie nicht? Sparen Sie sich die Antwort. Erzählen Sie einfach, was passiert ist.« Ich erzählte. Dreimal. Einmal, damit er es ungefähr überblickte, einmal, damit er die Einzelheiten kapierte und einmal, damit er feststellen konnte, ob ich's nicht vielleicht zu geläufig am Schnürchen hatte. Als ich fertig war, sagte er, »Diese Dame interessiert mich.« Und der Killer hat den Burschen Waldo genannt, schien aber nicht unbedingt damit gerechnet zu haben, dass er hier auftauchen würde. Ich meine, wenn Waldo nicht sicher wusste, ob die besagte Dame hier war, dann konnte auch keiner sicher wissen, dass Waldo hier erscheinen würde. »Tief gedacht«, sagte ich. Er studierte mich. Ich zeigte kein Lächeln.
Sieht nach einem Racheakt aus, oder? Durfte kaum geplant gewesen sein. Die Flucht hat bloß zufällig geklappt. Man lässt in dieser Stadt seinen Wagen in der Regel nicht unverschlossen stehen. Und der Killer zieht das Ganze auch noch vor zwei guten Zeugen ab. Gefällt mir alles nicht. Mir gefällt nicht, dass ich Zeuge bin, sagte ich. Das Honorar ist zu mickrig. Er grinste. Seine Zähne hatten Flecken. War der Killer echt betrunken? Und dann solche Schüsse? Nein. Meine ich auch. Ist ein simpler Job. Der Kerl durfte bei uns in der Kartei stehen und Fingerabdrücke hat er ja massenhaft hinterlassen. Selbst wenn kein Foto von ihm vorliegt, kann sich nur um Stunden handeln. Er hat was gegen Waldo gehabt, aber verabredet war er nicht mit ihm heute Abend. Waldo kam bloß zufällig reingeschneit, um nach der Dame zu fragen, mit der er verabredet war und die er wohl verpasst hatte. Ist ein heißer Abend und so ein Wind macht jedes Mädchengesicht kaputt. Sie war vermutlich irgendwo eingekehrt, um da zu warten. Also verpasst der Killer Waldo genau an der richtigen Stelle zwei Löcher und kratzt die Kurve. Und ihr beiden Jungs hier kümmert ihn einen Dreck. So simpel ist das. Tja, sagte ich. Ist so simpel, dass es stinkt, sagte Kopernik. Er nahm seinen Filzhut ab und fühlte in seinem schäbigen blonden Haar und stützte den Kopf auf die Hände. Er hatte ein langes, gemeines Pferdegesicht. Er zog ein Taschentuch heraus und wischte es damit ab, fuhr sich auch über Nacken und Hände. Dann angelte er sich einen Kamm und kämmte sich das Haar. Gekämmt sah er noch schlimmer aus und setzte den Hut wieder auf. »Ich hab grad überlegt«, sagte ich. »Ja, was?« »Dieser Waldo wusste genau, wie das Mädchen angezogen war. Er muss also schon mit ihr zusammen gewesen sein heute Abend.« »Na und? Vielleicht musste er mal kurz auf den Topf, und als er wiederkam, war sie weg. Vielleicht hatte sie sich's inzwischen anders überlegt.« »Stimmt«, sagte ich. »Aber was ich mir dabei dachte, sah etwas anders aus. Ich dachte daran, dass Waldo die Kleidung des Mädchens in einer Weise beschrieben hatte, in der man das normalerweise nicht tut. Bedrucktes Bolero-Jäckchen über einem blauen Kreppseidenkleid. Ich wusste nicht einmal, was ein Bolero-Jäckchen war. Und ich hätte vielleicht blaues Kleid gesagt oder sogar blaues Seidenkleid, aber nie im Leben blaues Kreppseidenkleid. Nach einer Weile kamen zwei Männer mit einem Tragekorb. Lou Petrolli polierte immer noch sein Glas und redete mit dem gedrungenen dunklen Beamten. Wir fuhren alle ins Präsidium. Lou Petrolli war in Ordnung, als sie ihn überprüften. Sein Vater hatte ein Weingut bei Antioch im Contra Costa County. Er hatte Lou als Starthilfe $1,000 geschenkt und Lou hatte damit die Kneipe aufgemacht mit Neonreklame und allem für 800 bar auf den Tisch. Sie ließen ihn gehen und wiesen ihn nur an, sein Lokal geschlossen zu halten, bis sie mit Sicherheit sagen konnten, dass sie keine Fingerabdrücke mehr brauchten. Er schüttelte allen ringsum die Hand und grinste und sagte, am Ende wäre der Mord womöglich noch gut fürs Geschäft, weil ja doch kein Mensch glaubte, was in der Zeitung stünde und die Leute zu ihm kommen würden, um sich die Geschichte erzählen zu lassen. Und während er sie ihnen erzählte, würden sie ganz schön was bechern. »Das ist ein Bursche, der an sich selbst zuletzt denkt«, sagte Kopernik, als er gegangen war, »aber zuletzt todsicher.« »Der arme Waldo«, sagte ich. »Taugen die Abdrücke was?« »Bisschen verschmiert«, sagte Kopernik sauer. »Aber wir werden sie klassifizieren lassen und irgendwann heute Abend über Fernschreiber nach Washington geben. Wenn's nicht Klick macht, haben Sie das Vergnügen, einen ganzen Tag lang bei uns Bildchen betrachten zu dürfen.« Ich schüttelte ihm und seinem Kollegen, der Ibarra hieß, die Hand und ging. Sie wussten ebenfalls nicht, wer Waldo war. Nichts in seinen Taschen bot einen Hinweis. Ich kam gegen 9 in meine Straße zurück. Ich sah kurz den Block hinauf und hinunter, bevor ich das Birkland betrat. Die Kneipe lag ein Stück weiter unterhalb auf der anderen Seite und ein oder zwei Nasen drückten sich an der Scheibe platt, aber einen Menschenauflauf hatte es nicht gegeben. Die Leute hatten die Polizei gesehen und den Leichenwagen, aber was passiert war, wussten sie nicht. Außer den Jungs, die im Drugstore an der Ecke die Spielautomaten malträtieren, die wissen alles, nur nicht, wie man sich in einem Job hält.
Der Wind blies immer noch ofenheiß und wirbelte Staub und Papierfetzen an den Wänden hoch. Ich ging in die Halle des Apartmenthauses und fuhr mit dem automatischen Fahrstuhl in den dritten Stock. Ich schob die Türen auf und trat hinaus, und da stand vor mir ein hochgewachsenes Mädchen und wartete, dass der Fahrstuhl kam. Sie hatte braunes, welliges Haar und einen breitrandigen Strohhut mit einem Samtband. Sie hatte große blaue Augen und Wimpern, die nicht ganz das Kinn erreichten. Sie trug ein blaues Kleid, das aus Kreppseide sein konnte, einfach im Schnitt war, aber kein Stichwort verpasste. Was sie drüber trug, hätte man ohne weiteres als bedrucktes Bolero-Jäckchen ansehen können. Ich sagte, »Ist das ein Bolero-Jäckchen?« Sie bedachte mich mit einem reservierten Blick und machte eine Bewegung, als wollte sie ein Spinngewebe aus dem Weg wischen. »Ja, würde es Ihnen was ausmachen? Ich bin ziemlich in Eile. Ich würde gern...« Ich rührte mich nicht. Ich blockierte ihr den Weg in den Fahrstuhl. Wir starrten uns an. Und ganz langsam errötete sie. »In diesen Sachen sollten Sie lieber nicht auf die Straße gehen«, sagte ich. »Wieso? Was erlauben Sie sich?« Der Fahrstuhl ratterte und sank wieder in die Tiefe. Ich wusste nicht, was sie als nächstes sagen würde. Ihre Stimme fehlte ganz das scharfe Näseln einer Kneipenhulda. Sie hatte einen sanften, leichten Klang wie ein Frühlingsregen. »Dies ist kein Überfall«, sagte ich. »Sie sind in Schwierigkeiten. Wenn die Kerls hier gleich im Fahrstuhl hochkommen, haben sie kaum noch Zeit, vom Flur zu verschwinden.« »Nehmen Sie erst mal den Hut ab und ziehen Sie das Jäckchen aus, und zwar ein bisschen Dalli.« Sie rührte sich nicht. Ihr Gesicht schien ein wenig weiß zu werden hinter dem leichten Make-up. »Die Bullen, sagte ich, suchen Sie. In dieser Kleidung. Geben Sie mir die Chance, dann erzähle ich Ihnen, warum.« Sie wandte rasch den Kopf und blickte den Flur hinunter. Bei ihrem Aussehen konnte ich sie nicht verübeln, dass sie es noch einmal mit einem Bluff versuchte. »Sie sind unverschämt, egal wer Sie sind. Ich bin Mrs. Leroy und wohne hier in Nummer 21. Ich kann Ihnen versichern...« »Dann sind Sie im falschen Stock«, sagte ich. »Das hier ist der dritte.« Der Fahrstuhl war unten zum Stehen gekommen. Das Geräusch von Türen, die heftig aufgerissen wurden, drang den Schacht herauf. »Runter mit den Sachen«, drängte ich. »Machen Sie schon.« Sie schlug sich den Hut vom Kopf und schlüpfte aus dem Bolero-Jäckchen blitzschnell. Ich grapschte mir beides und knüllte es zusammen, schob es mir unter den Arm. Ich nahm ihren Ellbogen und drehte sie um, und wir gingen den Flur hinunter. Ich wohne in der Nummer 32, das Apartment nach vorn raus, gegenüber von Ihrem, nur einen Stock höher. Treffen Sie Ihre Wahl. Und nochmals, ich habe keine unlauteren Absichten. Sie glättete sich mit einer raschen Bewegung das Haar wie ein Vogel, der sich putzt. 10.000 Jahre Praxis standen dahinter. »Gehen wir in Mainz«, sagte sie und klemmte sich die Handtasche unter den Arm und schritt schnell den Flur hinunter. Der Aufzug hielt im Stock unter uns. Sie blieb stehen, als er hielt. Sie wandte sich um und sah mir ins Gesicht. »Die Treppe ist vorn beim Fahrstuhlschacht«, sagte ich freundlich. »Ich habe gar kein Apartment hier«, sagte sie. »Hatte ich mir nicht anders gedacht.« »Suchen Sie schon nach mir?« »Ja, aber Sie werden nicht vormorgen damit anfangen, im Block hier Stein für Stein umzudrehen, und dann auch nur, wenn Sie Waldo nicht identifizieren.« Sie starrte mich an. »Waldo?« »Ach, Sie kennen Waldo gar nicht«, sagte ich. Sie schüttelte langsam den Kopf. Der Fahrstuhl fuhr wieder nach unten im Schacht. Panik kam über ihre blauen Augen wie ein Wellenschlag über Wasser. »Nein«, sagte sie atemlos, »aber bringen Sie mich bloß aus diesem Flur weg.« Wir waren auch schon fast an meiner Tür. Ich stieß den Schlüssel ein und drehte herum und hiefte die Tür nach innen. Ich langte nur grad weit genug hinein, um die Lichter anzuknipsen. Sie glitt an mir vorbei wie eine Welle. Sandelholzduft umschwebte sie ganz schwach. Ich schloss die Tür, warf meinen Hut in einen Sessel und sah zu, wie sie zu einem Tischchen hinüberschlenderte, auf dem ich ein Schachproblem aufgebaut hatte, das ich nicht lösen konnte. Einmal hier drinnen, hinter geschlossener Tür, hatte die Panik sie wieder verlassen. »Sie sind also Schachspieler?«
sagte sie in einem so befangen, vorsichtigen Ton, als sei sie gekommen, um meine Briefmarkensammlung zu besichtigen. Ich wünschte fast, es wäre so gewesen. Dann standen wir beide still und lauschten dem fernen Rattern der Fahrstuhltüren. Schritte kamen näher und gingen vorbei. Ich grinste, aber vor Anspannung, nicht vor Vergnügen, ging in die Kochnische hinaus und fing an, mit zwei Gläsern zu hantieren, und dann wurde mir erst bewusst, dass ich noch immer ihren Hut und das Bolero-Jäckchen unter dem Arm hatte. Ich ging ins Ankleidezimmer hinter dem Wandbett und stopfte beides in eine Schublade, ging wieder in meine Patentküche, grub noch etwas extra feinen Scotch aus und machte uns zwei Highballs. Als ich mit den Gläsern hereinkam, hatte sie eine Pistole in der Hand. Es war eine kleine Automatik mit einem Perlmuttgriff. Das Ding sprang mich förmlich an und ihre Augen waren voller Entsetzen. Ich blieb stehen, ein Glas in jeder Hand, und sagte, vielleicht hat dieser heiße Wind sie auch verrückt gemacht. Ich bin Privatdetektiv, ich werde es Ihnen beweisen, wenn Sie mich lassen. Sie nickte leicht und ihr Gesicht war weiß. Ich ging langsam hinüber und stellte ein Glas neben ihr hin und ging zurück und setzte meins ab und holte eine Geschäftskarte hervor, die noch keine Eselsohren hatte. Sie setzte sich, glättete mit ihrer linken Hand ein blaues Knie und hielt in der anderen die Waffe. Ich legte ihr die Karte neben das Glas und setzte mich dann mit meinem. »Lassen Sie nie jemanden so nah an sich rankommen«, sagte ich. »Nicht jedenfalls, wenn Sie es ernst meinen. Im Übrigen haben Sie das Ding noch gar nicht entsichert.« Ihre Augen blitzten nieder. Dann erschauerte sie und steckte die Pistole in ihre Handtasche zurück. Sie trank ihr halbes Glas leer, ohne abzusetzen, stellte es dann hart auf den Tisch und griff nach der Karte. »Nicht viele Leute kriegen diesen Schnaps bei mir«, sagte ich, »das kann ich mir nicht leisten.« Ihre Lippen kräuselten sich. »Ich nehme an, Sie wollen Geld.« »Was?« Sie sagte nichts. Ihre Finger waren wieder nah an ihrer Handtasche. »Vergessen Sie den Sicherungsbügel nicht«, sagte ich. Ihre Hand hielt inne. Ich fuhr fort. »Dieser Bursche, den ich Waldo nannte, ist ziemlich groß, sagen wir 1,80, schlank, dunkel und hat braune Augen, die ziemlich stark glitzern, Nase und Mund zu dünn, dunkler Anzug, weißes Taschentuch vorn. Hat es sehr eilig, Sie zu finden. Na, klingelt's bei Ihnen?« Sie griff wieder nach ihrem Glas. »So, das ist Waldo«, sagte sie. »Nun gut, und was ist mit ihm?« Ihre Stimme schien bereits einen leichten Whisky-Drall zu haben. »Was ganz Komisches. Da drüben auf der anderen Straßenseite gibt's eine Kneipe. Sagen Sie mal, wo sind Sie eigentlich den ganzen Abend gewesen?« »In meinem Wagen«, sagte sie kalt. »Die meiste Zeit.« »Ist Ihnen gar nichts aufgefallen drüben?« Ihre Augen versuchten, Nein zu sagen und schafften es nicht. Ihre Lippen sagten, nur dass offenbar etwas passiert war dort. Ich sah Polizisten und Wagen mit Blaulicht. Ich nahm an, dass jemand einen Unfall gehabt hatte.« »Kann man wohl sagen. Und vor dem Unfall suchte dieser Waldo nach Ihnen, in der Kneipe dort. Er hat Sie und Ihre Kleider genau beschrieben.« Ihre Augen sahen jetzt aus wie Nietenköpfe und zeigten genauso viel Ausdruck. Ihr Mund fing an zu zittern und zitterte fort. »Ich war drüben«, sagte ich, »hab mich mit dem Jungen unterhalten, dem der Laden gehört. Außer uns beiden war nur noch ein Betrunkener da, auf einem Hocker an der Theke. Der Betrunkene war nur mit sich selbst beschäftigt. Da kam Waldo herein und fragte nach ihnen, und wir sagten, nein, wir hätten sie nicht gesehen, und daraufhin wollte er wieder gehen.« Ich schlürfte meinen Drink. »Ich habe genauso viel für Effekte übrig wie jeder andere auch. Ihre Augen verschlangen mich. Er wollte gehen, aber es klappte nicht. Der Betrunkene, der nur mit sich selbst beschäftigt war, nannte ihn Waldo und zog eine Pistole heraus. Er schoss zweimal auf ihn. Ich schnippte zweimal mit den Fingern. Einfach so. Und schon war er tot.« Sie hielt mich zum Narren. Sie lachte mir ins Gesicht. »Hat sie meinen Mann also tatsächlich engagiert, um mir nachzuspionieren?« sagte sie. »Ich hätte gleich wissen sollen, dass die ganze Sache bloß Theater war. Sie und ihr Waldo.«
Ich glotzte sie an wie nicht gescheit. »Ich hätte nie gedacht, dass er so eifersüchtig sein könnte«, schnappte sie. »Nicht auf einen Mann jedenfalls, der einmal unser Chauffeur gewesen war. Ein bisschen auf Stan, natürlich, das kann man verstehen, aber Joseph Choate...« Ich fuchtelte mit den Händen in der Luft. »Meine werte Dame, einer von uns beiden hat die falsche Seite des Drehbuchs erwischt«, grunzte ich. »Ich kenne niemanden namens Stan oder Joseph Choate, und helf mir Gott, ich wusste auch nicht einmal, dass sie einen Chauffeur hatten. Die Leute hier in der Gegend bringen es nicht so weit. Und was Ehemänner angeht, ja, von Zeit zu Zeit gibt's hier mal einen, nicht oft genug.« Sie schüttelte langsam den Kopf und ihre Hand blieb in der Nähe der Tasche und ihre blauen Augen hatten ein Glitzern bekommen. »Nicht gut genug, Mr. Delmes, nein, nicht annähernd gut genug. Ich kenne euch Privatdetektive, ihr seid alle das Hinterletzte. Sie haben mich mit einem Trick in Ihr Apartment gelockt, wenn das hier Ihr Apartment ist. Viel wahrscheinlicher ist, dass es irgendeinem grässlichen Menschen gehört, der für ein paar Dollar alles beschwört, was man will. Jetzt versuchen Sie mir Angst einzujagen, damit Sie mich erpressen können und zugleich bei meinem Mann kassieren. Also gut«, sagte sie atemlos, »was muss ich Ihnen zahlen?« Ich stellte mein leeres Glas beiseite und lehnte mich zurück. »Entschuldigen Sie, wenn ich mir eine Zigarette anstecke«, sagte ich. »Meine Nerven sind total am Ende.« Ich zündete mir eine an, während sie mich grimmig beobachtete, ganz ohne Furcht oder jedenfalls so viel Furcht, wie sie bei einem echten Schuldbewusstsein hätte haben müssen. »Er heißt also Joseph Choate«, sagte ich. »Der Bursche, der ihn erschossen hat in der Kneipe, nannte ihn Waldo.« Sie lächelte ein bisschen angewidert, aber fast tolerant. »Machen Sie es nicht so spannend. Wie viel?« »Warum wollten Sie sich mit diesem Joseph Choate treffen?« »Ich gedachte, etwas zu kaufen, was er mir gestohlen hat, natürlich. Ein Gegenstand, der auch im gewöhnlichen Sinne wertvoll ist. Fast 15.000 Dollar. Geschenk eines Mannes, den ich einmal geliebt habe. Er ist tot. Jawohl, er ist tot. In einem brennenden Flugzeug umgekommen. Na los, jetzt gehen Sie schon und erzählen Sie es meinem Mann, Sie schleimige kleine Ratte.« »Hey, ich wiege 95 Kilo ohne Kleidung«, fuhr ich sie an. »Sie sind trotzdem ein Schleimer«, keifte sie zurück, »und Sie brauchen sich gar nicht die Mühe zu machen, meinen Mann zu berichten. Ich werde es ihm selber erzählen. Vermutlich weiß er sowieso schon.« Ich grinste. »Schlau von Ihnen.« »Aber was sollte ich Ihrer Meinung nach eigentlich rauskriegen?« Sie grapschte nach ihrem Glas und stürzte hinunter, was noch darin übrig war. »Er glaubt also, ich treffe mich heimlich mit Joseph«, höhnte sie. »Nun ja, ich hab's auch getan. Aber nicht, um mit ihm ins Bett zu gehen. Nicht mit einem Chauffeur, nicht mit einem Rumtreiber, den ich vom Haus aufgelesen habe, um ihm einen Job zu geben. So weit musste ich ja nun doch nicht nach unten, wenn ich mich amüsieren will.« »Meine werte Dame«, sagte ich, »das müssen Sie in der Tat nicht.« »Ich gehe jetzt«, sagte sie. »Versuchen Sie es nur, mich zu halten.« Sie riss die Pistole mit dem Perlmuttgriff wieder aus ihrer Handtasche. Ich grinste nur, grinste sie weiter an. Ich rührte mich nicht. »Also, Sie widerliche kleine Null«, stürmte sie, »woher soll ich eigentlich wissen, ob Sie überhaupt Privatdetektiv sind? Sie könnten ebenso gut ein Gauner sein. Die Karte hier, die Sie mir gegeben haben, besagt noch gar nichts. Jeder kann sich sowas drucken lassen.« »Sicher«, sagte ich. »Und so viel Schleue trauen Sie mir ja bestimmt doch zu, dass ich hier 2 Jahre wohne und darauf warte, dass Sie heute endlich aufkreuzen, damit ich Sie erpressen kann, weil Sie sich mit einem Mann getroffen haben, der Joseph Choate heißt und auf der anderen Straßenseite unter dem Namen Waldo umgelegt worden ist. Haben Sie überhaupt das Geld, um den bewussten Gegenstand, der 15 Riesen wert ist, zurückzukaufen?« »Ah, Sie glauben wohl, Sie können mich ausrauben.« »Ah«, äffte ich sie nach, »jetzt avanciere ich sogar noch zum Straßenräuber, was? Meine werte Dame, wollen Sie jetzt bitte entweder die Knarre da wegstecken oder das Ding endlich entsichern? Es verletzt mein Berufsethos, wenn mit einer so hübschen Waffe derart Schindluder getrieben wird.« »Sie sind der Inbegriff dessen, was ich nicht ausstehen kann«, sagte sie. »Gehen Sie mir aus dem Weg.« Ich rührte mich nicht. Sie rührte sich nicht. Wir setzten uns beide wieder. Und nicht einmal nebeneinander. »Weihen Sie mich noch in ein Geheimnis ein, bevor Sie gehen«, flehte ich. »Was zum Teufel war das vorhin mit dem Apartment unten?
Haben Sie das extra gemietet, um sich mit einem Kerl auf der Straße hier zu treffen?« »Seien Sie nicht albern«, fuhr sie mich an. »Ich hab's doch gar nicht gemietet, das sagte ich schon. Es gehört ihm.« »Joseph Choate?« Sie nickte scharf. »Passt meine Beschreibung dieses Waldo auf Joseph Choate?« Sie nickte wieder scharf. »Na gut, dann wäre wenigstens das geklärt. Können Sie sich jetzt mal vor Augen halten, dass dieser Waldo Ihre Kleidung beschrieben hat, bevor er erschossen wurde, als er nämlich nach Ihnen suchte, dass die Beschreibung an die Polizei weitergegeben wurde, dass die Polizei nicht weiß, wer Waldo ist und dass sie folglich nach jemandem sucht, der die beschriebene Kleidung trägt, um es sich von ihm sagen zu lassen. Können Sie das vielleicht begreifen?« Die Pistole begann plötzlich zu zittern in ihrer Hand. Sie sah darauf nieder, mit irgendwie ganz leerem Blick auf einmal, schob sie langsam wieder in die Tasche zurück. »Ich bin von allen guten Geistern verlassen«, flüsterte sie, »dass ich überhaupt mit Ihnen spreche.« Sie starrte mich lange an, tat dann einen tiefen Atemzug. »Er hat mir gesagt, dass er hier wohnte. Er schien keine Angst zu haben. Erpresser sind wahrscheinlich so. Wir wollten uns auf der Straße treffen, aber ich hatte mich verspätet. Als ich kam, wimmelte alles von Polizei. Also setzte ich mich ein Weilchen in meinen Wagen. Dann ging ich rauf zu seiner Wohnung, aber er war nicht da. Ging ich also wieder zu meinem Wagen zurück und wartete. Ich war insgesamt 3 Mal im Haus. Beim letzten Mal ging ich zu Fuß eine Treppe höher, um von da den Fahrstuhl zu nehmen, weil ich im 2. Stock schon 2 Mal gesehen worden war. Da traf ich dann Sie. Das ist alles.« »Sie sagten vorhin was von Ihrem Mann«, grunzte ich. »Wo steckt er jetzt?« »Er ist auf einer Tagung.« »Ach, auf einer Tagung«, sagte ich garstig. »Er ist ein sehr prominenter Mann. Er muss dauernd zu Tagungen fahren. Er ist Ingenieur, Spezialist für Hydroelektrik, ist schon in der ganzen Welt gewesen. Sie müssen wissen...« »Lassen Sie den Mann«, sagte ich. »Eines Tages nehme ich ihn mal zum Essen mit, dann kann er mir's alles selber erzählen. Was Joseph gegen Sie in der Hand hatte, ist jetzt totes Inventar, wie Joseph selber.« Endlich glaubte sie es. Ich hatte schon nicht mehr damit gerechnet. »Er ist wirklich tot«, flüsterte sie. »Wirklich?« »Er ist tot«, sagte ich. »Tot, tot, tot. Mausetot, meine werte Dame.« Ihr Gesicht fiel in sich zusammen wie ein misslungener Hochzeitskuchen. Ihr Mund war nicht groß, aber in diesem Moment hätte ich glatt meine Faust darin unterbringen können. Mitten in der Stille hörten wir auf unserem Stock den Fahrstuhl halten. »Schreien Sie«, fuhr ich Sie an, »und Sie kriegen eins mit der Faust aufs Auge.« Das klang nicht nett, aber es wirkte. Es riss sie wieder heraus. Ihr Mund schloss sich wie eine Klappe. Ich hörte Schritte über den Flur kommen. »Wir haben alle mal Ahnungen.« Ich legte den Finger an die Lippen. Sie rührte sich jetzt nicht mehr. Ihr Gesicht sah wie gefroren aus. Ihre großen blauen Augen waren so schwarz geworden wie die Schatten darunter. Der heiße Wind schlug heftig gegen die geschlossenen Fenster. Fenster müssen zu sein, wenn ein Santa Ana bläst, ob heiß oder nicht. Die Schritte, die über den Flur kamen, waren die ganz gewöhnlichen, beiläufigen Schritte eines einzelnen Mannes. Aber sie verstummten vor meiner Tür und jemand klopfte. Ich zeigte auf das Ankleidezimmer hinter dem Wandbett. Sie stand lautlos auf, die Handtasche an sich gepresst. Ich zeigte nochmals auf ihr Glas. Sie griff rasch danach, glitt über den Teppich, durch die Tür und zog die Tür still hinter sich zu. Ich wusste selber nicht, warum ich so viel Umstände machte. Wieder erklang das Klopfen. Meine Hände waren feucht. Ich ließ meinen Sessel knarren und stand auf und gab ein lautes Gähnen von mir. Dann ging ich hinüber und öffnete die Tür. Ohne Pistole. Das war ein Fehler. Zuerst erkannte ich ihn gar nicht. Vielleicht aus dem entgegengesetzten Grund, aus dem Waldo ihn offenbar nicht erkannt hatte. Er hatte die ganze Zeit an der Theke einen Hut aufgehabt und jetzt hatte er keinen auf. Sein Haar endete exakt und vollständig dort, wo der Hut begonnen hätte. Oberhalb dieser Linie hatte er nichts als harte, weiße, schweißlose Haut, die fast so leuchtete wie Narbengewebe.
Er wirkte nicht bloß 20 Jahre älter, er war ein ganz anderer Mann. Aber ich erkannte die Pistole, die er in der Hand hielt, die 22er Automatik zum Scheibenschießen mit dem großen Visier vorn, und ich erkannte seine Augen, helle, spröde, seichte Augen wie die Augen einer Eidechse. Er war allein. Er setzte mir die Pistole ganz leicht aufs Gesicht und sagte zwischen den Zähnen, »Ja, ich. Gehen wir rein.« Ich wich grad weit genug zurück und blieb dann stehen, ganz so, wie er es wahrscheinlich von mir wünschte, damit er, ohne viel manövrieren zu müssen, die Tür schließen konnte. Ich sah seinen Augen an, dass er genau das von mir wünschte. Ich hatte keine Angst, ich war nur wie gelähmt. Als er die Tür zu hatte, ließ er mich noch ein Stückchen weiter zurückweichen, ganz langsam, bis ich mit den Beinen an etwas stieß. Sein Blick senkte sich in den meinen. »Ein Spieltisch«, sagte er. »Irgendein Hornochse hier spielt Schach. Sie?« Ich schluckte. »Spielen kann man das nicht nennen. Ich mache nur so ein bisschen damit rum.« »Dazu gehören zwei«, sagte er, und es klang so leise heiser, als hätte ihm einmal ein Bulle mit einem Gummiknüppel auf die Luftröhre geschlagen, bei einer Sitzung im dritten Grad. »Es ist ein Problem«, sagte ich. »Kein Spiel. Sehen Sie sich die Stellung an.« »Verstehe ich nichts von.« »Nun, jedenfalls bin ich allein«, sagte ich, und das Zittern meiner Stimme ließ nichts zu wünschen übrig. »Ist sowieso egal«, sagte er. »Ich bin in jedem Fall erledigt. Morgen setzt mir doch irgendeine Spürnase die Knarre auf die Rippen, morgen oder nächste Woche, was soll's? Mir hat bloß Ihre Fassade nicht gefallen, Freundchen, und die von dem blasierten Schwulen in der Barjacke nicht einmal für Fordham oder was den linken Halbstürmer gespielt hat, zum Teufel mit Kerlen wie euch.« Ich sagte kein Wort und rührte mich nicht. Das große Visier schrammte mir leicht über die Backe, fast streichelnd. Der Mann lächelte. »Gehört auch mit zum ordentlichen Geschäft«, sagte er, »bloß für alle Fälle. Ein alter Knastbruder wie ich hinterlässt keine guten Fingerabdrücke, selbst wenn er besoffen ist, und wenn ich keine guten Fingerabdrücke hinterlassen habe, dann habe ich nichts weiter gegen mich als zwei Zeugen. Zum Teufel damit. Sie schrammen ab, Freundchen. Ist Ihnen doch wohl klar.« »Was hat Waldo Ihnen getan?« Ich versuchte, die Frage so klingen zu lassen, als wollte ich es wirklich wissen und mich nicht nur vom Zittern ablenken. »Hat mich bei einer Banksache in Michigan verpfiffen und mir 4 Jahre eingebracht. Kriegte selbst Straffreiheit dafür. 4 Jahre in Michigan sind kein Kuraufenthalt. Die machen einen da fertig in diesen lebenslänglich Staaten.« »Woher wussten Sie, dass er da reinkommen würde?« krächzte ich. »Wusste ich gar nicht. Oh ja, gesucht habe ich schon nach ihm, wollte ihn doch gerne wiedersehen. Ganz kurz habe ich ihn mal auf der Straße entdeckt vorgestern Abend, aber da ist er mir wieder durch die Lappen gegangen. Seitdem habe ich dann nach ihm gesucht, aber seitdem erst. Ein reizender Bursche, der Waldo, wie geht's ihm?« »Er ist tot«, sagte ich. »Ich kann's doch immer noch«, kicherte er, »besoffen oder nüchtern, naja, kaufen kann ich mir dafür jetzt auch nichts mehr. Ist die Polente schon auf den Trichter gekommen, wer ich bin?« Meine Antwort kam ihm nicht schnell genug. Er stieß mir die Kanone gegen die Kehle und ich würgte und hätte fast unwillkürlich danach gegriffen. »Na, na«, warnte er mich sanft, »so dumm sind Sie doch nicht.« Ich nahm die Hände wieder herunter, ließ sie an den Seiten hängen, offen, die Handflächen ihm zugewandt. So würde er es haben wollen. Er hatte mich nicht berührt, nur mit der Pistole. Ob ich selber eine hatte, schien ihm ganz gleichgültig zu sein. Das konnte es ihm auch sein, wenn er bloß das eine vorhatte. Es schien ihm überhaupt alles ziemlich gleichgültig zu sein, wenn er sich hier so einfach wieder blicken ließ in der Gegend. Vielleicht hatte der heiße Wind ihn auch ein bisschen mitgenommen. Er schäumte gegen meine geschlossenen Fenster wie die Brandung gegen einen Pier. »Abdrücke haben Sie«, sagte ich, »aber ich weiß nicht, wie gut die sind. Werden schon ganz brauchbar sein, aber nicht für den Fernschreiber. Also braucht's Luftpostzeit nach Washington und zurück, bis sie richtig überprüft sind. Jetzt sagen Sie mir mal, warum ich hergekommen bin, Freundchen.« »Sie haben zugehört, wie ich mich mit dem Jungen in der Kneipe unterhalten habe. Ich habe ihm gesagt, wie ich heiße und wo ich wohne.
Das ist das Wie, Freundchen. Ich habe aber warum gefragt. Er lächelte mich an. Es war ein lausiges Lächeln, wenn man bedachte, dass es das Letzte im Leben war, das man sah. »Geschenkt«, sagte ich. »Der Henker wird Sie auch nicht raten lassen, warum er zu Ihnen kommt.« »Sieh mal an, hart im Nehmen. Nach Ihnen besuche ich den Jungen. Ich war ihm schon vom Präsidium aus nach Hause gefolgt, aber dann habe ich mir gedacht, ich müsste doch zuerst mal Ihnen auf die Nerven gehen. Bin ihm bis ganz nach Hause gefolgt, vom Rathaus in dem Mietwagen, den Waldo hatte. Vom Präsidium, Freundchen. Diese komischen Polypen, da kann man ihnen direkt vor der Nase sitzen und sie erkennen einen nicht. Aber lauf mal einer ein bisschen schnell hinter der Straßenbahn her, dann eröffnen sie sofort das Feuer mit Maschinenpistolen und knallen zwei Fußgänger ab, einen Taxifahrer, der in seinem Schlitten döst, und eine alte Scheuerfrau, die im ersten Stock mit dem Aufnehmer fuchtelt, und verfehlen den Burschen, hinter dem sie her sind, diese komischen, lausigen Polypen.« Er bohrte mir die Pistolenmündung in den Hals. Seine Augen sahen jetzt noch irrer aus als vorher. »Ich hab Zeit«, sagte er. »Waldos Mietwagenverein kriegt nicht sofort gleich eine Meldung, und Waldo selber werden Sie auch nicht so bald identifizieren. Ich kenne Waldo. Schlau war er. Ein aalglatter Bursche, der Waldo.« »Ich werde mich gleich übergeben«, sagte ich, »wenn Sie mir mit der Kanone noch weiter den Hals kitzeln.« Er lächelte und bewegte die Pistole zu meinem Herzen nieder. »So besser. Sagen Sie halt.« Ich muss wohl lauter gesprochen haben, als ich es beabsichtigte. Die Tür zum Ankleidezimmer neben dem Wandbett zeigte einen Spalt Dunkelheit. Er verbreiterte sich zu einem Zoll, dann zu 4 Zoll. Ich sah Augen, aber ich blickte nicht hin. Ich starrte angestrengt in das Gesicht des kahlköpfigen Mannes, sehr angestrengt. Er sollte um keinen Preis die Augen von mir abwenden. »Angst?«, fragte er sanft. Ich lehnte mich gegen seine Pistole und begann zu zittern. Ich dachte mir, es würde ihm Freude machen, mich zittern zu sehen. Das Mädchen trat aus der Tür. Sie hatte ihre Pistole wieder in der Hand. Sie tat mir verdammt leid. Sie würde versuchen, zur Tür zu kommen oder schreien. So oder so hieß das Feierabend für uns beide. »Ja, sicher. Aber ziehen Sie es nicht über die ganze Nacht hin«, blökte ich. Meine Stimme drang mir selber wie von Weitem ans Ohr, wie eine Stimme aus dem Radio auf der anderen Straßenseite. »Mir gefällt das so, Freundchen«, lächelte er. »So bin ich nun mal.« Das Mädchen schwebte durch die Luft irgendwo hinter ihm. Nichts kann je lautloser gewesen sein als die Art, wie sie sich bewegte. Trotzdem, es würde nichts nützen. Er würde nicht lange fackeln bei ihr. Ich hatte ihn zwar nicht von Kindesbeinen an gekannt, aber 5 Minuten in seine Augen gesehen. »Und wenn ich nun schreie?«, sagte ich. »Ja, wenn Sie nun schreien, versuchen Sie es doch mal. Schreien Sie«, sagte er mit seinem Killerlächeln. Sie ging nicht weiter zur Tür. Sie war hinter ihm stehen geblieben. »Gut, dann schreie ich jetzt«, sagte ich. Als hätte ich ihr damit das Stichwort gegeben, stieß sie ihm die kleine Pistole hart in die kurzen Rippen, ohne einen einzigen Laut. Er musste reagieren. Es war wie ein Kniereflex. Sein Mund schnappte auf und seine beiden Arme sprangen von den Seiten hoch und er krümmte ein wenig den Rücken, nur ganz wenig. Die Pistole zeigte auf mein rechtes Auge. Ich ließ mich wegsacken und rammte ihm das Knie mit aller Kraft in die Leistengegend. Sein Kinn kam nieder und ich hieb ihm drauf. Ich hieb ihm drauf, als wäre es der letzte Schienennagel in der ersten transkontinentalen Bahnstrecke. Ich kann's heute noch spüren, wenn ich die Knöchel bewege. Seine Pistole ratschte mir seitlich übers Gesicht, aber sie ging nicht los. Er war schon schlapp. Er sackte stöhnend zu Boden, fiel auf die linke Seite. Ich trat ihm gegen die rechte Schulter, hart. Die Pistole sprang ihm aus der Hand, schlitterte über den Teppich unter einen Stuhl. Irgendwo hinter mir hörte ich meine Schachfiguren zu Boden rasseln. Das Mädchen stand über ihm, sah auf ihn nieder. Dann kamen ihre dunklen, von Entsetzen geweiteten Augen hoch und hefteten sich auf die meinen. »Damit gehöre ich Ihnen«, sagte ich, »mit allem, was ich habe, jetzt und auf ewig.« Sie hörte mich gar nicht.
Ihre Augen waren so weit aufgerissen, dass sich das Weiße zeigte unter der leuchtend blauen Iris. Sie wich blitzschnell zur Tür zurück, die kleine Pistole erhoben, tastete nach dem Knauf hinter sich und drehte ihn. Sie zog die Tür auf und glitt hinaus. Die Tür fiel zu. Sie war ohne Hut und ohne ihr Bolero-Jäckchen. Sie hatte nur die Pistole, und die Pistole war immer noch nicht entsichert, so dass sie gar nicht hätte schießen können. Es war jetzt totenstill im Zimmer, trotz des Windes. Dann hörte ich ihn auf dem Boden stöhnen. Sein Gesicht hatte eine grünliche Blässe. Ich trat hinter ihn und tastete ihn nach weiteren Waffen ab, fand aber keine. Ich holte ein paar Handschellen aus meinem Schreibtisch und zog seine Arme vorn zusammen und ließ die Handschellen über seinen Gelenken zuschnappen. Sie würden halten, wenn er nicht zu stark dran zerrte. Seine Augen nahmen an mir Maß für einen Sarg, trotz der Schmerzen, die in ihnen waren. Er lag mitten auf dem Boden, immer noch auf der linken Seite, ein zusammengekrümmter, verwelkter, kahlköpfiger kleiner Bursche mit zurückgezogenen Lippen und Zähnen, die mit billigen Silberplomben übersät waren. Sein Mund sah aus wie ein schwarzes Loch und sein Atem kam in kleinen Wellen, erstickt fast, stockte, kam dann wieder, schlaff. »Tut mir leid, alter Bursche«, grunzte ich, »aber was blieb mir schon übrig?« »Das zu so einem Killer.« Ich ging ins Ankleidezimmer und öffnete die Kommodenschublade. Ihr Hut und ihr Jäckchen lagen noch dort auf meinen Hemden. Ich schob sie ganz nach hinten, nach unten, und strich die Hemden darüber glatt. Dann ging ich in meine kleine Küche und goss mir einen steifen Schuss Whisky ein und stürzte ihn hinunter und stand dann einen Moment lang da und lauschte dem heißen Wind, der gegen die Fensterscheiben heulte. Eine Garagentür schlug und eine Stromleitung, die zu viel Spiel hatte, zwischen den Isolatoren peitschte mit einem Geräusch gegen die Hausmauer, als wäre draußen jemand beim Teppichklopfen. Der Drink tat seine Wirkung. Ich ging ins Wohnzimmer zurück und machte ein Fenster auf. Der Bursche am Boden hatte ihr Sandelholz zwar sicher nicht mitgekriegt, aber jemand anderem konnte es vielleicht auffallen. Ich schloss das Fenster wieder, wischte mir die Handflächen ab und griff nach dem Telefon, um das Präsidium zu wählen. Kopernik war noch da. Seine Schauberger Stimme sagte, »Ja, Dermes? Sagen Sie nichts, ich wette, Sie haben einen Einfall.« »Den Killer schon identifiziert?« »Wir geben keine Auskünfte, Dermes, tut mir schrecklich leid und so weiter, Sie wissen ja, wie das ist.« »Okay, ist mir auch egal, wer er ist, aber kommen Sie mal vorbei und kratzen Sie ihn bei mir vom Fußboden.« »Heilger!« Dann dämpfte sich seine Stimme und fuhr leise fort. »Warten Sie mal einen Moment, warten Sie!« Weit weg im Hintergrund schien eine Tür geschlossen zu werden, dann war seine Stimme wieder da. »Schießen Sie los«, sagte er sanft. »In Handschellen«, sagte ich. »Er gehört Ihnen. Ich musste ihn mit dem Knie behandeln, aber er wird's überleben. Er war hergekommen, um einen Zeugen zu beseitigen.« Eine zweite Pause. Die Stimme war voller Honig. »Hören Sie mal, mein Junge, wer ist denn sonst noch bei Ihnen?« »Sonst noch? Niemand. Ich bin allein.« »Das bleiben Sie mal auch, mein Junge, ganz ruhig, okay?« »Glauben Sie, ich hole mir das ganze Gesindel aus der Nachbarschaft hier rein und gebe eine Vorstellung?« »Keine Aufregung, mein Junge, immer mit der Ruhe. Setzen Sie sich still auf Ihre vier Buchstaben und bleiben Sie still sitzen. Ich bin praktisch schon da. Rühren Sie nichts an, verstanden?« »Ja.« Ich gab ihm noch die Adresse und Apartmentnummer, um ihm Zeit zu sparen. Ich konnte sein großes, knochiges Gesicht direkt funkeln sehen. Ich holte die 22er Automatik unter dem Stuhl hervor und saß dann da, das Ding in der Hand, bis auf dem Flur draußen vor meiner Tür Schritte erklangen und Knöchel einen gedämpften Wirbel gegen die Täfelung klopften. Kopernik war allein. Er drängte rasch herein, schob mich mit einem gespannten Grinsen ins Zimmer zurück und schloss die Tür. Er lehnte sich mit dem Rücken dagegen, die Hand unter der linken Jackenseite. Ein großer, harter, knochiger Mann mit flachen, grausamen Augen. Er senkte sie langsam und betrachtete den Mann am Boden.
Der Hals des Burschen verrenkte sich ein wenig, seine Augen bewegten sich in kurzen, stechenden Rucken. Kranke Augen. »Ganz sicher, dass es ist?« Kopernicks Stimme war heiser. »Absolut. Wo ist Ibarra?« »Oh, der hatte zu tun.« Er sah mich nicht an, als er das sagte. »Sind das Ihre Handschellen?« »Ja.« »Den Schlüssel.« Ich warf ihn ihm zu. Er ließ sich rasch auf ein Knie nieder neben dem Killer und nahm ihm die Handschellen von den Gelenken, warf sie zur Seite. Er holte seine eigenen aus der Hüfttasche, drehte dem kahlen Mann die Hände auf den Rücken und ließ die Handschellen zuschnappen. »Geschafft, sie«, sagte der Killer tonlos. Kopernik grinste und ballte die Faust und versetzte dem gefesselten Mann einen fürchterlichen Schlag auf den Mund. Der Schlag riss ihm den Mund fast weit genug nach hinten, dass er das Genick hätte brechen können. Blut tröpfelte ihm aus dem unteren Mundwinkel. »Holen Sie ein Handtuch«, befahl Kopernik. Ich holte ein Handtuch und gab es ihm. Er stopfte es dem gefesselten Mann zwischen die Zähne, hart und bösartig, stand auf und fuhr sich mit den knochigen Fingern durch sein schäbiges blondes Haar. »So, dann erzählen Sie mal.« Ich erzählte, ließ das Mädchen vollkommen aus. Es klang ein bisschen komisch. Kopernik beobachtete mich, sagte nichts. Er rieb sich die Seite seiner geäderten Nase. Dann holte er seinen Kamm heraus und bearbeitete sich das Haar, ganz wie er es schon früher am Abend getan hatte in der Kneipe. Ich ging hinüber und gab ihm die Pistole. Er sah sie flüchtig an, ließ sie dann in seine Seitentasche gleiten. Seine Augen hatten etwas in sich, und sein Gesicht bewegte sich in einem harten, hellen Grinsen. Ich bückte mich und begann, meine Schachfiguren aufzusammeln und in den Kasten zu tun. Ich stellte den Kasten auf den Kamin, drückte ein Bein des Spieltisches wieder gerade, machte eine Weile so rum. Die ganze Zeit wurde ich dabei von Kopernik beobachtet. Ich wollte, dass er Zeit hatte, sich etwas auszudenken. Schließlich rückte er damit raus. »Dieser Bursche benutzt eine 22er«, sagte er. »Das tut er, weil er gut genug ist, um mit so ein bisschen Kaliber auszukommen. Das bedeutet, er ist wirklich gut. Er klopft bei Ihnen an die Tür, rammt Ihnen das Schießeisen in den Bauch, drängt Sie ins Zimmer zurück, sagt, dass er gekommen ist, um Ihnen für immer den Mund zu stopfen. Und trotzdem werden Sie mit ihm fertig. Sie haben nicht einmal eine Pistole dabei. Sie machen ihn ganz alleine fertig. Sie sind selber gar nicht schlecht, Freundchen.« »Hören Sie«, sagte ich und sah zu Boden. Ich hob eine weitere Schachfigur auf und drehte sie zwischen den Fingern. »Ich saß über einem Schachproblem«, sagte ich, versuchte mich abzulenken. »Sie führen doch was im Schilde, Freundchen«, sagte Kopernik sanft. »Sie wollen doch nicht etwa versuchen, einen alten Bullen auf den Arm zu nehmen, mein Junge.« »Sie machen einen fetten Fang und kriegen ihn von mir frei Haus geliefert«, sagte ich. »Was zum Teufel wollen Sie denn noch mehr?« Der Mann am Boden gab ein undeutliches Geräusch von sich hinter dem Handtuch. Sein Kahlkopf glänzte vor Schweiß. »Was soll das heißen, Freundchen? Worauf wollen Sie hinaus?« sagte Kopernik, und er flüsterte fast. Ich sah ihn rasch an, sah wieder weg. »Also gut«, sagte ich. »Sie wissen verdammt genau, dass ich in der Situation nicht allein mit ihm hätte fertig werden können. Er hatte mich vor der Kanone und er trifft, was er anpeilt.« Kopernik kniff ein Auge zu und blinzelte mich mit dem anderen freundlich an. »Reden Sie nur weiter, mein Bester. So was Ähnliches hatte ich mir schon gedacht.« Ich druckste noch ein bisschen herum, damit auch alles echt aussah. Ich sagte langsam, »Ich hatte einen Jungen hier, der drüben in Boyle Heights ein Ding gedreht hat, Diebstahl, und damit baden ging. Wollte einer billigen kleinen Tankstelle die Kasse ausräumen. Ich kenne seine Familie. Er ist nicht wirklich schlecht. Er war hier, um mich um Fahrgeld anzubetteln. Als es klopfte, hat er sich zurückgezogen. Dahin«, ich zeigte auf das Wandbett und die Tür daneben. Kopernicks Kopf wandte sich langsam zu mir zurück. Seine Augen blinzelten abermals. »Und dieser Junge hat eine Pistole«, sagte er.
Ich nickte und schlich sich hinter ihn. Dazu gehört Mumm, Kopernik. Sie müssen ihm eine Chance geben. Sie müssen ihn aus der Sache raushalten. »Schon ein Steckbrief raus?« fragte Kopernik sanft. »Noch nicht«, sagte er, »aber er hat Angst, es kommt noch.« Kopernik lächelte. »Ich bin bei der Mordkommission«, sagte er. »Und was haben Sie dann gemacht, Freundchen?« Ich wies auf den geknebelten und gefesselten Mann am Boden. »Sie haben ihn geschnappt, oder nicht?« sagte ich freundlich. Kopernik lächelte weiter. Eine große weißliche Zunge kam aus seinem Mund und massierte seine dicke Unterlippe. »Und wie habe ich das gemacht?« flüsterte er. »Haben Sie schon die Kugeln aus Waldo rausgeholt?« »Sicher. Lange 22er, eine platt gedrückt, dann eine Rippe, die andere gut.« »Sie sind ein bedachtsamer Mann. Sie lassen keinen Gesichtspunkt außer Acht.« »Ich bin ein unbeschriebenes Blatt für Sie. Da sind Sie mal bei mir vorbeigegangen, um nachzuschauen, was für Waffen ich habe.« Kopernik stand auf und ließ sich neben dem Killer nochmals aufs Knie nieder. »Hörst du mich, Kerl?« fragte er, das Gesicht dicht am Gesicht des Mannes am Boden. Der Mann gab nur ein undeutliches Geräusch von sich. Kopernik stand auf und gähnte. »Wen zum Teufel schert das schon, was der sagt? Reden Sie weiter, Freundchen.« »Sie hatten zwar nicht damit gerechnet, groß was zu finden bei mir, aber Sie wollten sich doch immerhin mal umsehen. Und während Sie da drin«, ich zeigte zum Ankleidezimmer hinüber, »am Stöbern waren und ich keinen Muck sagte, weil ich ein bisschen sauer war vielleicht, klopfte es an die Tür und er kam rein. Und dann sind Sie nach einer Weile rausgeschlichen und haben ihn sich geschnappt.« »Aha!« Kopernik grinste breit, mit so vielen Zähnen wie ein Pferd. »Sie liegen richtig, Freundchen. Ich hab ihm einen Schlag verpasst und ihn mit dem Knie behandelt, und damit war die Sache praktisch geritzt. Sie hatten keine Waffe, und der Bursche ist scharf zu mir rumgefahren, und da habe ich ihn mit einem linken Haken die Hintertreppe runtergeschickt. Okay.« »Okay«, sagte ich. »Sie werden das so auf dem Präsidium erzählen?« »Werde ich.« »Sie haben was bei mir gut, Freundchen. Behandeln Sie mich richtig, und ich spiele immer mit. Wegen dem Jungen lassen Sie sich keine grauen Haare wachsen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn er Hilfe braucht.« Er kam herüber und streckte die Hand aus. Ich schüttelte sie. Sie war so klamm wie ein toter Fisch. Klamme Hände und die Leute, denen sie gehören, machen mich krank. »Da wäre bloß noch eins«, sagte ich, »dieser Kollege von Ihnen, Ibarra, wird er nicht ein bisschen sauer sein, wenn Sie ihn nicht beteiligen?« Kopernik fuhr sich durchs Haar und wischte sein Hutband mit einem großen gelblichen Seidentaschentuch ab. »Der Ithaker«, grinste er höhnisch, »der soll sich zum Teufel scheren.« Er trat dicht an mich heran und blies mir seinen Atem ins Gesicht. »Machen Sie ja keinen Fehler, Freundchen. Bei unserer Geschichte.« Er hatte einen üblen Mundgeruch. Musste er ja haben. Wir waren nur zu fünft im Büro des Chief of Detectives, als Kopernik seinen Bericht zu Protokoll gab. Ein Stenograf, der Chief, Kopernik, ich selber, Ibarra. Ibarra saß auf einem Stuhl, den er gegen die Wand gekippt hatte. Er hatte den Hut tief über die Augen gezogen, aber ihre Sanftheit war darunter noch zu sehen, und ein kleines, stilles Lächeln hing an den Winkeln seiner sauber geschnittenen lateinischen Lippen. Er sah Kopernik nicht direkt an. Kopernik sah ihn überhaupt nicht an. Draußen auf dem Flur waren Fotos gemacht worden. Kopernik Hände schüttelnd mit mir, Kopernik mit dem Hut auf dem Kopf und der Pistole in der Hand und einem strengen, entschlossenen Blick auf dem Gesicht. »Sie sagten, Sie wüssten, wer Waldo sei, wollten es mir aber nicht verraten. Ich glaubte nicht recht, dass Sie es wussten, weil der Chief ein Foto von Waldo aus der Leichenhalle auf dem Schreibtisch liegen hatte. Ein gut gemachtes Bild, das Haar gekämmt, die Krawatte schön gerade, das Licht so auf die Augen gerichtet, dass sie glitzerten. Kein Mensch hätte gemerkt, dass es das Foto eines Toten war, der zwei Kugeln im Herzen hatte. Er sah aus wie ein Tanzbodenscheich, der sich gerade überlegt, ob er nun die Blonde da nehmen soll oder die Rothaarige.« Es war etwa Mitternacht, als ich heimkam.
Die Eingangstür war verschlossen, und während ich nach meinen Schlüsseln fummelte, sprach mich eine leise Stimme aus der Dunkelheit an. Sie sagte nichts als »Bitte«, aber ich erkannte sie sofort. Ich wandte mich um und sah ein dunkles Cadillac-Coupé, das gerade außerhalb der Ladezone parkte. Es hatte kein Licht. Licht von der Straße schimmerte im Spiegel von Frauenaugen. Ich ging hinüber. »Sie sind total verrückt«, sagte ich. Sie sagte, »steigen Sie ein.« Ich kletterte hinein, und sie ließ den Wagen an und fuhr etwa anderthalb Blocks weit in die Franklin hinunter und bog auf den Kingsley Drive ab. Der heiße Wind brannte noch immer und tobte. Ein Radio plärrte aus dem offenen, nur mit einem Laden verschlossenen Seitenfenster eines Apartmenthauses. Es parkten eine Menge Autos davor, aber sie fand eine Parklücke hinter einem nagelneuen Packard Cabriolet, das noch den Aufkleber des Händlers auf der Windschutzscheibe hatte. Nachdem sie uns an den Bordstein manövriert hatte, lehnte sie sich in die Ecke zurück, die behandschuhten Hände auf dem Steuer. Sie war ganz in Schwarz jetzt oder dunkelbraun und trug einen kleinen, närrischen Hut. Ich roch den Sandelholzduft ihres Parfums. »Ich war nicht sehr nett zu Ihnen, nicht wahr?« sagte sie. »Sie haben mir nur das Leben gerettet.« »Was ist noch passiert?« »Ich habe die Polizei angerufen und einen Bullen, den ich nicht leiden kann, mit Lügen gefüttert. Ich habe ihm das ganze Verdienst an der Festnahme überlassen, und damit hatte sich's. Der Bursche, den Sie mir vom Hals geschafft haben, war der Mann, der Waldo getötet hat.« »Sie meinen, Sie haben von mir gar nichts erzählt?« »Meine werte Dame«, sagte ich, »Sie haben mir doch nur das Leben gerettet. Was wollen Sie denn noch? Ich bin ja willig und bereit und will gern alles nur Menschenmögliche versuchen.« Sie sagte kein Wort und rührte sich nicht. »Niemand hat von mir erfahren, wer Sie sind«, sagte ich. »Im Übrigen weiß ich das ja selber nicht.« »Ich bin Mrs. Frank C. Barsali, 212 Freeman Place, Olympia, 24596. Ist es das, was Sie wissen wollten?« »Danke«, murmelte ich und rollte eine trockene, unangezündete Zigarette zwischen den Fingern. »Warum sind Sie noch einmal hierher gekommen?« Dann schnippte ich mit den Fingern meiner linken Hand. »Der Hut und das Jäckchen«, sagte ich. »Ich gehe rauf und hole die Sachen.« »Ich will noch mehr«, sagte sie. »Ich will meine Perlen.« Es kann sein, dass ich einen kleinen Sprung getan habe. Ich fand, dass es auch ohne Perlen allmählich langte. Ein Wagen kam die Straße heruntergerast, doppelt so schnell, wie er eigentlich sollte. Eine dünne, bittere Staubwolke hob sich im Straßenlicht und wirbelte und schwand. Das Mädchen drehte rasch das Fenster dagegen hoch. »Na schön«, sagte ich, »erzählen Sie mir von den Perlen.« »Bisher hatten wir glücklich einen Mord und eine geheimnisvolle Frau und einen wahnsinnigen Killer und eine heldenhafte Rettung und einen zu einem falschen Bericht verleiteten Polizeibeamten. Nun kommen noch Perlen dazu.« »Na schön, packen Sie aus.« »Ich sollte sie für $5,000 kaufen. Von dem Mann, den Sie Waldo genannt haben und den ich als Joseph Choate kannte. Er hätte sie bei sich haben müssen.« »Keine Perlen«, sagte ich. »Was aus seinen Taschen kam, habe ich genau gesehen, ein Haufen Geld, aber keine Perlen.« »Könnten Sie vielleicht in seinem Apartment versteckt sein?« »Ganz gewiss«, sagte ich. »Nach allem, was ich weiß, könnte er sie überall in Kalifornien versteckt haben, außer in seinen Taschen. Wie geht's denn Mr. Barsali in dieser heißen Nacht?« »Er ist immer noch bei der Tagung in der Stadt, sonst hätte ich gar nicht kommen können.« »Nun, Sie hätten ihn ja mitbringen können«, sagte ich. »Vielleicht wäre er mit dem Notsitz zufrieden gewesen.« »Ach, ich weiß nicht«, sagte sie. »Frank wiegt 2 Zentner und ist ein ziemlicher Brocken. Ich glaube nicht, dass er gern auf dem Notsitz Platz genommen hätte, Mr. Dermes.« »Was zum Teufel reden wir hier eigentlich für einen Quatsch?« Sie gab keine Antwort. Ihre behandschuhten Hände klopften leicht und provozierend auf den Rand des schlanken Steuerrads. Ich warf die unangezündete Zigarette aus dem Fenster, drehte mich ein bisschen und packte sie.
Ich zitterte, als ich sie losließ. Sie rückte so weit von mir fort, wie sie konnte, nach der Seite des Wagens und rieb sich mit dem Handschuhrücken den Mund. Ich saß ganz still. Eine Zeit lang sprachen wir nicht. Dann sagte sie sehr langsam, ich wollte, dass Sie das tun. Aber ich bin nicht immer so gewesen. Das ist erst seit Stan Phillips in seinem Flugzeug umkam. Wäre das nicht gekommen, dann wäre ich Mrs. Phillips jetzt. Stan hat mir auch die Perlen geschenkt. Sie sind 15.000 Dollar wert, hat er mal gesagt. Weiße Perlen, 41 Stück, die größte etwa 1/3 Zoll Durchmesser. Wie viel Karat, weiß ich nicht. Ich habe sie nie schätzen lassen und auch nie einem Juwelier gezeigt, also kann ich darüber nichts weiter sagen. Aber ich habe sie geliebt, um Stans Willen. Ich habe Stan geliebt, so wie man's nur einmal tut. Können Sie das verstehen? »Wie heißen Sie mit Vornamen?«, fragte ich. »Lola.« »Reden Sie weiter, Lola.« Ich holte mir eine neue trockene Zigarette aus der Tasche und fummelte daran herum, bloß um meinen Fingern etwas zu tun zu geben. »Sie hatten eine einfache Silberschließe in der Form eines zweiflügeligen Propellers. Den Druckknopf bildete ein kleiner Diamant. Deswegen habe ich auch Frank erzählt, es wären Kaufhausperlen, die ich mir selber gekauft hätte.« Er kannte den Unterschied nicht. Ist doch gar nicht so leicht festzustellen, möchte ich sagen. Sie müssen verstehen, Frank ist ziemlich eifersüchtig. In der Dunkelheit kam sie wieder näher zu mir und ihre Seite berührte die meine, aber diesmal rührte ich mich nicht. Der Wind heulte und die Bäume bogen sich. Ich rollte weiter meine Zigarette zwischen den Fingern. »Wahrscheinlich haben Sie die Geschichte schon gelesen«, sagte sie, »von der Ehefrau und den echten Perlen und wie sie ihrem Mann erzählt.« »Habe ich gelesen«, sagte ich. »Ich hatte Joseph angestellt. Mein Mann war in Argentinien um die Zeit. Ich fühlte mich ziemlich einsam.« »Sie und einsam«, sagte ich. »Joseph und ich sind viel herumgefahren. Manchmal haben wir auch 1 oder 2 Glas getrunken zusammen.« »Aber das war alles. Ich bin keine...« »Da haben Sie ihm dann von den Perlen erzählt«, knurrte ich. »Und als Ihr 2-Zentner-Ochse von Argentinien zurückkam und ihn rausschmiss, dann nahm er die Perlen mit, weil er wusste, dass sie echt waren, und bot sie ihnen für 5 Riesen zum Rückkauf an.« »Ja«, sagte sie einfach. »Natürlich hatte ich keine Lust, zur Polizei zu gehen, und natürlich brauchte sich Joseph unter den Umständen auch keine Sorgen zu machen, dass ich wusste, wo er wohnte.« »Der arme Waldo«, sagte ich, »er kann einem richtig leid tun, so ein Pech. Ausgerechnet in dem Moment einem alten Freund über den Weg zu laufen, der noch eine Rechnung mit ihm hatte.« Ich riss mit einem Streichholz über meine Schuhsohle und zündete mir die Zigarette an. Der Tabak war vom heißen Wind so trocken, dass er brannte wie Gras. Das Mädchen saß still neben mir, die Hände wieder auf dem Steuerrad. »Bei Frauen haben Sie was los?« »Diese Flieger«, sagte ich. »Und Sie sind immer noch in ihn verliebt, oder bilden es sich jedenfalls ein?« »Wo hatten Sie die Perlen aufbewahrt?« »In einem Schmuckkasten aus russischem Malachit auf meinem Toilettentisch, mit einigem anderen Modeschmuck. Das musste ich, wenn ich sie überhaupt je tragen wollte.« »Und Sie waren 15 Riesen wert. Und Sie meinen, Joseph könnte sie in seinem Apartment versteckt haben?« »Nummer 21 war das, nicht wahr?« »Ja«, sagte sie. »Es ist wahrscheinlich sehr viel verlangt.« Ich machte die Tür auf und stieg aus dem Wagen. »Mein Honorar habe ich schon«, sagte ich. »Ich werde nachsehen. Die Türen im Haus bei uns sind nicht sehr widerspenstig. Die Bullen werden rauskriegen, wo Waldo wohnte, sobald sie sein Foto veröffentlicht haben, aber nicht heute Nacht mehr, nehme ich an.« »Es ist ganz furchtbar lieb von Ihnen«, sagte sie. »Soll ich hier warten?« Ich blieb mit einem Fuß auf dem Trittbrett stehen, beugte mich hinein, sah sie an. Ich gab ihr keine Antwort auf ihre Frage. Ich stand nur einfach da und blickte in ihre leuchtenden Augen. Dann schloss ich die Wagentür und ging die Straße hinauf auf die Franklin zu. Selbst jetzt, wo der Wind mir das Gesicht schmirgelte, konnte ich noch den Sandelholzduft in ihrem Haar spüren und ihre Lippen fühlen.
Ich schloss die Haustür im Birkland auf, ging durch die stille Halle zum Fahrstuhl und fuhr in den zweiten Stock hinauf. Dann schlich ich auf leisen Sohlen den stillen Flur entlang und spähte nach der Schwelle von Apartment 21. Kein Licht. Ich klopfte. Das alte, leichte, vertrauliche Signal des Schnapsschmugglers mit dem breiten Lächeln und den extra tiefen Hüfttaschen. Keine Antwort. Ich zog die dicke, harte Zelluloid-Scheibe heraus, die in meiner Brieftasche meinen Führerschein zu schützen vorgab, und zwängte sie zwischen Türfüllung und Schloss, stemmte mich kräftig gegen den Klinkenknauf der Tür, drückte sie in Richtung der Angeln. Die Kante des Zelluloids griff auf der Schrägung des Schlossbolzens und ließ ihn zurückschnappen mit einem kleinen, spröden Laut, wie wenn ein Eiszapfen bricht. Die Tür gab nach und ich trat in eine fast völlige Finsternis. Nur wenig Licht sickerte von der Straße herein und berührte hier und da eine vorspringende Stelle. Ich schloss die Tür und knipste das Licht an und blieb erst einmal stehen. Es lag ein sonderbarer Geruch in der Luft. Ich hatte im Augenblick heraus, was es war, der Duft stark gebeizten Tabaks. Ich schlich hinüber zu einem Rauchtischchen am Fenster und blickte auf vier braune Stummel nieder, mexikanische oder südamerikanische Zigaretten. Oben auf meinem Stockwerk wurden Füße auf den Teppich gesetzt und jemand ging in ein Badezimmer. Ich hörte die Toilette rauschen. Ich ging ins Bad von Apartment 21. Ein bisschen Plunder? Nichts. Kein geeigneter Ort, irgendwas zu verstecken. Die kleine Küche nahm etwas mehr Zeit in Anspruch, aber ich durchsuchte sie nur halb. Ich wusste, dass Waldo auf dem Sprung gewesen war, zu verschwinden, dass er es eilig gehabt hatte und dass ihm etwas im Nacken saß, als er sich umdrehte und unversehens zwei Kugeln von einem alten Freund empfing. Ich ging zurück ins Wohnzimmer und zog das Wandbett ein bisschen herunter und warf an der Spiegelseite vorbei einen Blick in das Ankleidezimmer, um zu sehen, ob es hier vielleicht Anzeichen dafür gab, dass die Räume bewohnt waren. Als ich das Bett tiefer zog, hielt ich nicht länger nach Perlen Ausschau. Ich erblickte einen Mann. Er war klein, mittelältlich, eisengrau an den Schläfen, hatte eine sehr dunkle Haut und trug einen rehbraunen Anzug mit einer weinroten Krawatte. Seine kleinen braunen Hände hingen schlaff an den Seiten nieder. Seine kleinen Füße in spitzen polierten Schuhen erreichten fast den Boden. Er hing mit einem Gürtel um den Hals am Hochrahmen des Betts. Die Zunge hing ihm weiter heraus, als ich es bei einer Zunge überhaupt für möglich gehalten hatte. Er pendelte ein bisschen und das fand ich gar nicht schön. Also zog ich das Bett ganz nieder, und da kam er mit und legte sich still zwischen die beiden festgezurrten Kissen. Ich berührte ihn noch nicht. Ich brauchte ihn nicht zu berühren, um zu wissen, dass er kalt war wie Eis. Ich ging um ihn herum ins Ankleidezimmer und benutzte an den Schubladengriffen mein Taschentuch. Es war alles ratzekar leer, bis auf das bisschen Krempel, das ein alleinlebender Mann so hinterlässt. Ich trat wieder heraus und nahm mir den Mann selber vor. Keine Brieftasche. Die hatte ihm Waldo wahrscheinlich abgenommen, um sie verschwinden zu lassen. Eine flache Zigarettenschachtel, halb voll, mit dem Aufdruck in Gold. Luis Tapia y Silla, Calle de Paisant 19, Montevideo. Streichhölzer vom Spezia Club. Ein Schulterhalfter aus dunklem, genarbtem Leder und eine 9mm Mauser darin. Die Mauser ließ ihn als Professionellen erkennen, und so beruhigte ich mich ein bisschen. Aber ein besonders guter Professioneller war er nicht gewesen, sonst hätten ihn keine bloßen Hände erledigen können, ohne dass er die Mauser, eine Kanone, mit der man eine Wand in Trümmer legen kann, auch nur aus dem Halfter bekommen hatte. Ich reimte mir ein bisschen was zusammen, aber nicht viel. Vier von den braunen Zigaretten waren geraucht worden, also hatte entweder jemand hier gewartet oder es hatte eine Unterhaltung stattgefunden. Irgendwann dann hatte Waldo den kleinen Mann bei der Kehle genommen und ihn genau in der richtigen Art so gehalten, dass er innerhalb von Sekunden hinüber gewesen war. Die Mauser hatte ihm dabei noch weniger genützt als ein Zahnstocher. Dann hatte Waldo ihn am Riemen aufgehängt, wahrscheinlich schon tot.
Das hätte die ganze Hast erklärt, das Ausräumen des Apartments, Waldos drängendes Fragen nach dem Mädchen. Es hätte auch erklärt, warum er den Wagen unabgeschlossen vor der Kneipe hatte stehen lassen. Das heißt, es erklärte dies alles, wenn Waldo ihn getötet hatte, wenn dies wirklich Waldos Apartment gewesen war, wenn ich nicht einfach nur an der Nase herumgeführt wurde. Ich durchsuchte noch ein paar Taschen. Links in der Hose fand ich ein goldenes Federmesser, etwas Silbergeld. In der linken Hüfttasche ein Taschentuch, gefaltet, parfümiert. In der rechten ein weiteres, zusammengeknüllt, aber sauber. In der rechten Beintasche 4 oder 5 Papiertaschentücher. Ein sauberer kleiner Bursche. Zum Naseputzen nahm er nicht gern sein Taschentuch. Unter ihnen fand sich ein kleines neues Schlüsseltäschchen mit 4 neuen Schlüsseln, Wagenschlüsseln. Das Täschchen trug in Gold den Aufdruck mit den besten Empfehlungen R.K. Vogelsang Incorporated, das Packard House. Ich richtete alles wieder so her, wie ich es vorgefunden hatte, klappte das Bett zurück, machte mich mit dem Taschentuch über Klinken, vorspringende Stellen und glatte Oberflächen her, löschte das Licht und steckte die Nase aus der Tür. Der Flur war leer. Ich ging wieder auf die Straße hinunter und um die Ecke zum Kingsley Drive. Der Cadillac hatte sich nicht vom Fleck gerührt. Ich machte die Wagentür auf und stützte mich darauf. Auch das Mädchen schien sich nicht gerührt zu haben. Es war schwer, irgendeinen Ausdruck auf ihrem Gesicht zu erkennen, schwer, irgendetwas zu erkennen außer Augen und Kinn, aber nicht schwer, den Sandelholzduft zu riechen. »Dieses Parfum da«, sagte ich, »könnte glatt einen Pfarrer um den Verstand bringen. Keine Perlen.« »Nun, danke, dass Sie es versucht haben«, sagte sie mit leiser, sanfter, vibrierender Stimme. »Ich werde wohl drüber wegkommen. Soll ich? Wollen wir? Oder?« »Sie fahren jetzt nach Hause«, sagte ich. »Und was auch passiert, mich haben Sie nie gesehen. Was auch passiert, wie Sie mich auch vielleicht nie wiedersehen werden.« »Das fände ich gar nicht. Viel Glück, Lola.« Ich schloss die Wagentür und trat zurück. Die Scheinwerfer flammten auf, der Motor dröhnte. An der Ecke machte das große Coupé eine langsame, verächtliche Wendung gegen den Wind und verschwand. Ich stand da, an der leeren Stelle, wo es eben noch gewesen war. Es war jetzt ganz dunkel dort geworden. In dem Apartment, in dem das Radio lief, waren die Fenster zu leeren Lücken geworden. Ich stand da und betrachtete die Rückseite eines Packard-Cabriolets, das funkelnagelneu zu sein schien. Ich hatte es vorhin schon gesehen, bevor ich nach oben ging, an derselben Stelle vor Lolas Wagen. Abgestellt, dunkel, still, mit einem blauen Aufkleber rechts auf der glänzenden Windschutzscheibe. Und im Geiste betrachtete ich etwas anderes. Einen Satz nagelneuer Wagenschlüssel in einem Täschchen mit dem Aufdruck »Das Packard House« oben in der Tasche eines Toten. Ich ging um das Cabriolet herum und richtete eine kleine Taschenlampe auf das blaue Schildchen. Es war tatsächlich derselbe Händler. Unter seinem Namen mit Werbespruch stand in Tintenschrift ein anderer Name mit Adresse. Eugenie Kolchenko, 5315 Arrieta Street, West Los Angeles. Es war verrückt. Ich ging ein zweites Mal zum Apartment 21 hinauf, hebelte die Tür auf wie beim ersten Mal, trat hinter das Wandbett und zog der sauberen, braunen, baumelnden Leiche den Schlüsselhalter aus der Hosentasche. Nach 5 Minuten stand ich wieder auf der Straße neben dem Cabriolet. Die Schlüssel passten. Es war ein kleines Haus, nahe am Rand eines Canyons hinter Sawtell. Und es hatte eine kreisrunde Gruppe von Eukalyptusbäumen vor der Tür, die sich im Wind krümmten. Ein Stück weiter auf der anderen Straßenseite war eine jener Partys im Gange, bei denen die Leute schließlich im Freien landen, Flaschen auf dem Gehsteig zerschmettern und ein Gebrüll dazu anstimmen, als hätte Yale gegen Princeton ein Tor geschossen. Es gab einen Drahtzaun bei meiner Nummer und ein paar Rosenstöcke und einen mit Platten belegten Weg und eine Garage, die weit offen stand und leer war. Auch vor dem Haus stand kein Wagen.
Ich schellte. Ich musste ziemlich lange warten, dann ging die Tür ganz plötzlich auf. Ich war nicht der Mann, den sie erwartet hatte. Das konnte ich ihren glitzernden, schwarz geränderten Augen ansehen. Dann konnte ich nichts mehr in ihnen sehen. Sie stand nur da und schaute mich an. Eine lange, schlanke, hungrige Brünette mit rot geschminkten Backenknochen, dichtem schwarzem Haar, das in der Mitte gescheitelt war, einem Mund wie geschaffen für dreistöckige Sandwiches, einem korallenrot-goldenen Pyjama, Sandalen und vergoldeten Zehennägeln. Unter ihren Ohrläppchen bimmelten ein paar Miniaturtempelglöckchen leicht im Wind. Sie machte eine langsame, geringschätzige Bewegung mit ihrer Zigarette, die in einer Spitze steckte, so lang wie ein Baseballschläger. »Na, was ist, kleiner Mann? Sie wünschen, haben sich verirrt von schöne Party drüben, hä?« »Haha«, sagte ich, »das ist eine Party, was? Nein, ich habe nur Ihren Wagen gebracht, den haben Sie doch verloren, oder?« Auf dem Grundstück gegenüber hatte jemand im Vorgarten einen Anfall von Delirium tremens und ein gemischtes Quartett riss, was von der Nacht noch übrig war, in kleine Fetzen und gab sich redliche Mühe, diese Fetzen so abstoßend wie möglich zu machen. Während sich das zutrug, bewegte die exotische Brünette höchstens einmal eine Wimper. Sie war nicht schön. Sie war sogar nicht einmal hübsch, aber sie sah aus, als wäre immer ganz schön was los, wo sie war. »Was haben gesagt?« brachte sie schließlich heraus mit einer Stimme so seidenweich wie ein verbrannter Toast. »Ihr Wagen!« Ich wies über die Schulter und behielt sie im Auge. Sie war der Typ, der ein Messer benutzt. Die lange Zigarettenspitze senkte sich ganz langsam an ihrer Seite nieder und die Zigarette fiel heraus. Ich stampfte sie aus und das brachte mich in die Halle. Sie wich vor mir zurück und ich schloss die Tür. Die Halle sah aus wie der lange Gang eines Eisenbahnwagens. Lampen glommen rosa in eisernen Fassungen. Am Ende gab es einen Perlenvorhang, am Boden ein Tigerfell. Die Wohnung passte zu ihr. »Sie sind Miss Koltschenko?« fragte ich, da sie ihrerseits nichts mehr unternahm. »Ja, ich bin Miss Koltschenko. Was zum Teufel Sie wünschen?« Sie betrachtete mich jetzt mit einem Blick, als wäre ich gekommen, um die Fenster zu putzen, aber zu ungelegener Zeit. Ich holte mit der linken Hand eine Karte heraus, hielt sie ihr hin. Sie las sie in meiner Hand, bewegte gerade weit genug den Kopf dazu. »Ein Detektiv«, hauchte sie. »Ja.« Sie sagte etwas in einer sehr feuchten Sprache, dann wieder normal. »Kommen Sie herein. Dies verdammte Wind macht meine Haut trocken wie Papier.« »Wir sind schon drin«, sagte ich. »Ich habe gerade die Tür zugemacht.« »Jetzt kommen Sie mal wieder auf den Teppich, Nasimova. Wer war er, der kleine Bursche?« Hinter dem Perlenvorhang hustete ein Mann. Sie fuhr zusammen, als hätte sie jemand mit einer Austerngabel angestochen. Dann versuchte sie zu lächeln. Es war kein sehr erfolgreicher Versuch. »Eine Belohnung«, sagte sie sanft. »Wollen hier warten? $10 ist gut bezahlt, nein?« »Nein«, sagte ich. Ich streckte langsam einen Finger gegen sie aus und fügte hinzu, »er ist tot.« Sie sprang etwa 3 Fuß zurück und stieß einen Schrei aus. Ein Sessel knarrte scharf. Schritte erklangen hinter dem Perlenvorhang, eine große Hand tauchte in Sicht und zerrte ihn zur Seite, und ein großer, hart aussehender Mann stand bei uns. Er hatte einen purpurnen Morgenmantel über dem Pyjama. Seine rechte Hand hielt etwas in der Manteltasche. Er stand, sobald er durch den Vorhang getreten war, ganz still, die Füße fest auf den Boden gepflanzt, das Kinn gereckt, die farblosen Augen wie graues Eis. Er sah aus wie ein Mittelstürmer, der sich so leicht keinen Ball abnehmen ließ. »Was ist denn los, Schätzchen?« Er hatte eine feste, gutturale Stimme, die genau das richtige Maß Dämlichkeit enthielt, um einem Burschen zu gehören, der auf eine Frau mit vergoldeten Zehennägeln flog. »Ich komme wegen Miss Koltschenkos Wagen«, sagte ich.
Schön. Deswegen könnten Sie aber trotzdem den Hut abnehmen, sagte er, nur als kleinen Rat in Benehmensfragen. Ich nahm ihn ab und entschuldigte mich. Okay, sagte er und behielt die rechte Hand fest unten in der purpurnen Tasche. Sie sind also wegen Miss Koltschenkos Wagen gekommen. Erzählen Sie doch mal. Ich schob mich an der Frau vorbei und näher auf ihn zu. Sie schrak zurück gegen die Wand und presste flach die Hände dagegen. Camille in einer Oberschulaufführung. Die lange Zigarettenspitze lag leer vor ihren Zehen. Als ich nur noch 6 Schritt von dem großen Mann entfernt war, sagte er gelassen, »Ich kann Sie auch so gut hören, nur immer mit der Ruhe. Ich habe hier eine Pistole in der Tasche und lernen müssen, damit umzugehen.« »Also, was ist mit dem Wagen?« »Der Mann, der ihn sich ausgeborgt hatte, konnte ihn nicht mehr zurückbringen«, sagte ich und hielt ihm die Karte, die ich immer noch in der Hand hatte, vor die Nase. Er warf kaum einen Blick darauf. Er sah mich aufmerksam an. »Und?« sagte er nur. »Sind Sie immer so ein harter Bursche?« fragte ich. »Oder nur, wenn Sie Ihren Pyjama anhaben?« »Warum konnte er ihn nicht mehr zurückbringen?« fragte er. »Und lassen Sie doch die albernen Witze.« Die dunkle Frau neben mir gab einen unartikulierten Laut von sich. »Schon gut, Schätzchen«, sagte der Mann, »damit will ich schon fertig. Geh mal hinein.« Sie glitt an uns beiden vorbei und flatterte durch den Perlenvorhang. Ich wartete ein Weilchen. Der große Mann regte keinen Muskel. Er wirkte nicht stärker beunruhigt als eine Kröte im Sonnenschein. »Er konnte ihn nicht zurückbringen, weil jemand ihm das Lebenslicht ausgeblasen hat«, sagte ich. »Wollen mal sehen, wie Sie damit fertig werden.« »Ah ja«, sagte er. »Haben Sie ihn als Beweisstück mitgebracht?« »Nein«, sagte ich. »Aber wenn Sie sich Ihre Krawatte umbinden und einen Zylinder aufsetzen, bringe ich Sie hin und zeige Ihnen die Bescherung.« »Wer zum Teufel, haben Sie gesagt, sind Sie nun eigentlich?« »Ich hab's nicht gesagt. Ich dachte, Sie könnten vielleicht lesen.« Ich hielt ihm zum zweiten Mal die Karte vor die Nase. »Ah ja«, sagte er, »John Darmes private Ermittlungen. Nun ja, schön. Also ich soll mit Ihnen kommen und mir jemanden ansehen. Warum?« »Vielleicht hat er den Wagen gestohlen«, sagte ich. Der große Mann nickte. »Ist ein Gedanke. Vielleicht hat er.« »Aber wer?« »Der kleine braune Bursche, der die Schlüssel in der Tasche hat und der die Karre bei den Birkland Apartments um die Ecke abgestellt hatte.« Er dachte darüber nach, ohne jede sichtbare Verwirrung. »Könnte schon irgendwas dran sein«, sagte er. »Nicht viel, aber ein bisschen. Die Polizei muss wohl Karneval feiern heute Nacht. Deshalb nehmen Sie ihr die ganze Arbeit ab.« »Hä?« »Der Karte nach sind Sie Privatdetektiv«, sagte er. »Haben Sie ein paar Bullen draußen stehen, die bloß zu schüchtern sind, reinzukommen?« »Nein, ich bin allein«, er grinste. Das Grinsen zeigte weiße Falten in seiner gebräunten Haut. »Sie finden also irgendwo einen Toten und nehmen ihm ein paar Schlüssel ab und finden einen Wagen und kommen damit angefahren, ganz allein.« »Keine Bullen. Ist das so?« Er seufzte. »Gehen wir rein«, sagte er. Er riss den Perlenvorhang zur Seite und ließ mich durch die Öffnung gehen. »Könnte sein, dass Sie einen Einfall haben, den ich mir anhören sollte.« Ich trat an ihm vorbei und er drehte sich und hielt seine schwere Tasche so, dass sie mir zugewandt blieb. Ich hatte erst jetzt, als ich ihm ganz nahe war, bemerkt, dass Schweißperlen auf seinem Gesicht standen. Es konnte auch der heiße Wind sein, aber das glaubte ich nicht. Wir standen im Wohnzimmer des Hauses. Wir nahmen Platz und sahen uns über einen dunklen Boden hinweg an, auf dem ein paar Navajo und ein paar dunkle türkische Teppiche mit einer vielbenutzten, überpolsterten Sitzgarnitur eine nicht üble Kombination bildeten. Es gab einen Kamin, einen kleinen Flügel, einen chinesischen Wandschirm, eine große chinesische Laterne auf einem Piedestal aus Teak und goldene Netzvorhänge über den klein gekästelten Fenstern. Die Fenster nach Süden standen offen.
Ein Obstbaum mit gekalktem Stamm bog sich draußen vor der Jalousie im Wind und leistete seinen bescheidenen Beitrag zu dem Krach, der von der anderen Straßenseite herüberdrang. Der große Mann streckte sich bequem in einem Brokatsessel aus und legte die Füße, die in Pantoffeln steckten, auf einen Schemel. Er behielt die rechte Hand nach wie vor dort, wo er sie gehabt hatte, seit ich aufgetreten war, an seiner Pistole. Die Brünette lungerte in den Schatten des Hintergrunds herum und eine Flasche gluckste und die Tempelglöckchen bimmelten an ihren Ohren. »Schon gut, Schätzchen«, sagte der Mann, »alles bestens unter Kontrolle. Irgendwer hat irgendwen umgelegt und dieser Bursche denkt nun, das könnte uns interessieren. Setz dich hin und sei schön friedlich.« Das Mädchen warf den Kopf zurück und kippte sich ein halbes Wasserglas Whisky hinter die Binde. Sie seufzte, sagte beiläufig, »Gott verdammt noch mal«, und krüllte sich auf einem Sofa zusammen. Sie brauchte das ganze Sofa dazu, sie hatte jede Menge Beine. Ihre vergoldeten Zehennägel blinzelten mich aus der schattigen Ecke an, wo sie sich von da an ruhig verhielt. Ich holte meine Zigaretten heraus, ohne dass auf mich geschossen wurde, zündete mir eine an und servierte meine Geschichte. Es war nicht alles wahr daran, aber einiges schon. Ich erzählte ihnen von den Birkland Apartments und dass ich da wohnte und dass Waldo da ebenfalls gewohnt hätte, im Stock unter mir, Apartment 21, und dass ich ihn aus geschäftlichen Gründen ein bisschen im Auge behalten hätte. »Was für ein Waldo«, kam mir der blonde Mann dazwischen, »und was für geschäftliche Gründe?« »Mein werter Herr«, sagte ich, »haben Sie keine Geheimnisse?« Er wurde ein bisschen rot. Ich erzählte ihm von der Kneipe gegenüber von Birkland und was da passiert war, von dem bedruckten Bolero-Jäckchen und von dem Mädchen, das es angehabt hatte, erzählte ich ihm nichts. Ich ließ sie ganz aus der Geschichte heraus. »Es war ein Geheimauftrag, von meiner Warte aus gesehen«, sagte ich, »wenn Sie verstehen, was ich meine.« Er wurde wieder ein bisschen rot, biss die Zähne zusammen. Ich fuhr fort. »Ich bin vom Präsidium zurückgekommen, ohne jemandem erzählt zu haben, dass ich Waldo kannte. In einem geeigneten Moment, als ich zu der Überzeugung gelangt war, dass die Polizei an dem Abend wohl kaum noch herausbekommen würde, wo er wohnte, nahm ich mir dann die Freiheit, sein Apartment zu inspizieren.« »Und dabei suchten Sie was?« fragte der große Mann mit belegter Stimme. »Ein paar Briefe. Ich darf vielleicht nebenbei gleich erwähnen, dass nichts mehr dort war, außer einen Toten, erdrosselt und mit einem Gürtel am Bettrahmen aufgehängt, schön aus dem Blickfeld geschafft. Ein kleiner Mann, etwa 45, Mexikaner oder Südamerikaner, gut gekleidet, in einem rehbraunen, das genügt«, sagte der große Mann. »Ich beiße an, Delmes. War das eine Erpressungssache, der Sie nachgingen?« »Ja.« »Das Komische an dem Ganzen ist, dass der kleine braune Mann schwere Artillerie unter dem Arm hatte. Er hatte nicht zufällig 500 Eier in 20ern in der Tasche?« »Durchaus nicht. Aber Waldo hatte über 700 bei sich, als er in der Kneipe getötet wurde.« »Sieht so aus, als hätte ich diesen Waldo unterschätzt«, sagte der große Mann ruhig. »Er hat meinen Mann erledigt und ihm auch noch das Kaufgeld abgenommen, trotz der Kanone und allem. Hatte Waldo selber eine Kanone?« »Nicht bei sich.« »Mach uns was zu trinken, Schätzchen«, sagte der große Mann. »Ja, ich habe mich getäuscht. Ich habe diesem Waldo nicht mehr zugetraut als einem Hemd im Sommerschlussramsch.« Die Brünette entknotete ihre Beine und machte uns zwei Drinks mit Soda und Eis. Sie selber genehmigte sich eine neuerliche Portion, aber ohne Beilagen, und verknotete sich dann wieder auf dem Sofa. Ihre großen, glitzernden, schwarzen Augen beobachteten mich feierlich. »Also folgendermaßen«, sagte der große Mann und hob sein Glas zum Wohl, »ich habe niemanden ermordet, aber zurzeit einen Scheidungsprozess am Hals. Auch Sie haben niemanden ermordet, so wie Sie die Sache darstellen, haben aber im Präsidium ein ziemlich dickes Ei gelegt. Was soll's? Das Leben ist kein Zuckerlecken, wo man auch hinsieht. Ich habe wenigstens noch das Schätzchen hier.
Sie ist Weißrussin und mir in Shanghai über den Weg gelaufen. Sie ist so sicher wie ein Banktresor und sieht dabei aus, als würde sie einem für einen Nickel die Kehle durchschneiden. Das mag ich so besonders an ihr. Schönheit ohne Risiko. »Du reden, verdammt dumme Zeug«, spuckte das Mädchen ihn an. »Sie sehen mir aus, wie wenn Sie in Ordnung wären«, sagte der große Mann, ohne auf sie zu achten. »Das heißt, für einen Schlüssellochschnüffler gibt's einen Ausweg?« »Ja. Wird aber ein bisschen was kosten.« »Habe ich erwartet. Wie viel?« »Sagen wir nochmals 500.« »Gott verdammt nochmal, diese heiße Wind macht mich trocken wie Asche von Liebe«, sagte das Russenmädchen bitter. 500 ließen sich machen«, sagte der blonde Mann. »Was kriege ich dafür?« »Wenn ich Stikes sein kann, bleiben Sie aus der Geschichte raus. Wenn nicht, brauchen Sie nicht zu zahlen.« Er dachte darüber nach. Sein Gesicht sah zerfurcht aus und müde jetzt. Die kleinen Schweißperlen funkelten in seinem kurzen, blonden Haar. »Dieser Mord wird Sie nötigen, den Mund aufzumachen«, grummelte er. »Der zweite, meine ich. Und ich habe nicht, was ich kaufen wollte. Wenn's zum Schmieren gedacht ist, das Geld würde ich lieber direkt kaufen.« »Wer war der kleine braune Mann?«, fragte ich. »Hieß Leon Valesanos aus Uruguay. Ein weiterer Import von mir. Ich habe einen Job, bei dem man viel herumkommt. Er arbeitete im Spezia Club in Chiseltown. Sie wissen vielleicht Sunset Strip, kurz vor Beverly Hills. Am Roulette, glaube ich. Die 500 habe ich ihm gegeben, damit er zu diesem Waldo geht und ein paar Rechnungen kauft. Rechnungen für Waren, die Miss Koltschenko auf meinen Namen gekauft und hierher hatte liefern lassen. Das war nicht sehr helle von ihr, stimmt's? Ich hatte sie in meiner Aktentasche und dieser Waldo fand Gelegenheit, sie mir zu stehlen. Was vermuten Sie, was passiert ist?« Ich schlürfte meinen Drink und sah ihn an meiner Nase entlang an. »Ihr Freund aus Uruguay hat wahrscheinlich ein bisschen den Preis drücken wollen und da hat Waldo sich taub gestellt. Dann dachte der kleine Bursche vielleicht, dass eine Mauser seinen Argumenten Nachdruck verleihen könnte. Und da war Waldo zu schnell für ihn. Ich würde nicht sagen, dass Waldo ein Killer war, jedenfalls nicht aus Vorsatz. Das sind Erpresser selten. Vielleicht hat er bloß die Nerven verloren und vielleicht auch hat er dem kleinen Burschen einfach eine Idee zu lange den Hals gedrückt. Dann musste er sich wohl oder übel dünn machen. Aber er hatte noch eine andere Verabredung, bei der ein bisschen mehr Geld auf ihn zukam und da hat er dann die Gegend abgesucht nach der betreffenden Person und zufällig ist er dabei einem alten Freund über den Weg gelaufen, der unfreundlich genug war und betrunken genug, um ihm das Licht auszupusten. »Verdammt viele Zufälle, die da zusammenkommen in diesem Spiel«, sagte der große Mann. »Das macht der heiße Wind«, grinste ich. »Heute Nacht drehen praktisch alle durch.« »Für die 500 garantieren Sie nichts. Wenn ich nicht rausbleibe aus der Sache, kriegen Sie kein Geld. Meinen Sie es so?« »So meine ich's«, sagte ich und lächelte ihn an. »Das mit dem Durchdrehen, das stimmt«, sagte er und leerte sein Glas. »Ich gehe auf Ihren Vorschlag ein.« »Da wären nur noch zwei Sachen«, sagte ich sanft und beugte mich in meinem Sessel vor. Waldo hatte seinen Wagen, in dem er türmen wollte, vor der Kneipe stehen lassen, unabgeschlossen mit laufendem Motor. Der Killer ist dann darin weg. Es besteht also immer die Möglichkeit, dass aus der Richtung ein Rückschlag kommt. Sie verstehen doch, Waldos ganzes Zeug muss in dem Wagen gewesen sein. Einschließlich meiner Rechnungen und Ihrer Briefe. Ja. Aber die Polizei ist in solchen Sachen vernünftig, es sei denn, ihr Name verschafft ihr eine Menge Publicity. Wenn nicht, dürfte es auf dem Präsidium wohl glatt gehen, denke ich. Wenn aber doch... Tja, das wäre das Zweite. Was sagten Sie, wie war doch gleich Ihr Name? Seine Antwort brauchte lange Zeit. Als sie endlich kam, warf sie mich längst nicht so vom Stuhl, wie ich gedacht hatte. Auf einmal war alles nur zu logisch. »Frank C. Barsali«, sagte er. Nach einer Weile rief das Russenmädchen mir ein Taxi.
Als ich abfuhr, leistete die Party auf der anderen Straßenseite immer noch, was eine Party nur leisten kann. Mir fiel auf, dass die Wände des Hauses immer noch standen. Das fand ich schade. Als ich die gläserne Eingangstür zum Birkland aufschloss, roch ich Polizei. Ich sah auf meine Armbanduhr, es war fast 3 Uhr früh. In der dunklen Ecke der Halle döste auf einem Stuhl ein Mann mit einer Zeitung vorm Gesicht. Er hatte große Füße von sich gestreckt. Eine Ecke der Zeitung hob sich einen Zoll, senkte sich dann wieder. Eine andere Bewegung machte der Mann nicht. Ich ging durch die Halle zum Fahrstuhl und fuhr in meinen Stock hinauf. Ich ging auf leisen Sohlen den Flur entlang, schloss meine Tür auf, öffnete sie weit und griff nach dem Lichtschalter. Ein Zugschalter schnappte und Licht flammte in der Stehlampe neben dem Sessel auf, hinter dem Schachtischchen, auf dem immer noch ein paar von meinen Figuren verstreut lagen. Kopernik saß da, mit einem steifen, unfreundlichen Grinsen auf dem Gesicht. Der gedrungene, dunkle Mann, Ibarra, saß auf der anderen Zimmerseite mir zu linken, ganz still, mit halbem Lächeln, wie gewöhnlich. Kopernik zeigte noch mehr von seinen großen gelben Pferdezähnen und sagte, »Hallo, lange nicht gesehen, mit ein paar Mädels ausgewesen?« Ich schloss die Tür und nahm meinen Hut ab und wischte mir den Nacken, langsam, wieder und immer wieder. Kopernik behielt sein Grinsen bei. Ibarra blickte mit seinen sanften, dunklen Augen ins Nichts. »Nehmen Sie doch Platz, Freundchen«, sagte Kopernik gedehnt. »Fühlen Sie sich wie zu Hause. Wir müssen ein kleines Palaver halten. Junge, Junge, wie ich dies Spurenjagen hasse. Wussten Sie schon, dass Ihr ganzer Schnaps alle war?« »Hätte ich mir denken können«, sagte ich. Ich lehnte mich gegen die Wand. Kopernik grinste immer weiter. »Ich habe Privatdetektive immer gehasst«, sagte er, »aber ich habe noch nie die Chance gehabt, einem den Hals umzudrehen, wie heute Nacht.« Er griff lässig neben seinen Sessel und hob ein bedrucktes Bolero-Jäckchen hoch, warf es auf den Schachtisch. Er griff nochmals nieder und legte einen breitrandigen Hut daneben. »Ich wette, Sie sehen entzückend aus, wenn Sie das tragen«, sagte er. Ich griff nach einem Stuhl, drehte ihn herum und setzte mich rittlings darauf, legte die verschränkten Arme auf die Lehne und sah Kopernik an. Er stand ganz langsam auf, mit künstlicher Langsamkeit, kam durch den Raum herüber und blieb vor mir stehen, strich sich die Jacke glatt. Dann hob er die offene rechte Hand und schlug mir damit quer übers Gesicht, hart. Es brannte, aber ich rührte mich nicht. Ibarra sah gegen die Wand, sah auf den Boden, sah ins Nichts. »Sie sollten sich was schämen, Freundchen«, sagte Kopernik lässig. »Wie kann man derart exquisite Sachen nur so nachlässig aufbewahren, einfach bloß so unter die alten Hemden gestopft? Ihr dreckigen Schnüffler habt mich schon immer krank gemacht.« Er blieb einen Moment lang vor mir, über mir stehen. Ich rührte mich nicht und sagte kein Wort. Ich blickte in seine verglasten Trinkeraugen. Er ballte die Faust an der Seite, dann zuckte er die Achseln und drehte sich um und ging zu seinem Sessel zurück. »Okay«, sagte er, »die Fortsetzung kann noch warten. Wo haben Sie diese Sachen her?« »Sie gehören einer Dame.« »Was Sie nicht sagen, Sie gehören einer Dame. Hat man sowas von Frohsinn schon mal...« »Ich will Ihnen sagen, welcher Dame Sie gehören.« »Sie gehören der Dame, nach der ein Bursche namens Waldo sich in einer Kneipe gegenüber von hier erkundigt hat, etwa 2 Minuten, bevor er ein bisschen totgeschossen wurde. Oder sollte Ihnen das ganz entfallen sein?« Ich sagte nichts. »Sie waren scharf auf die Kleine«, höhnte Kopernik. »Und Sie sind ein gerissener Bursche, Freundchen, das muss man Ihnen lassen. Sie haben mich glatt hinters Licht geführt.« »Deswegen muss ich noch lange nicht gerissen sein«, sagte ich. Sein Gesicht verzerrte sich jäh, und er wollte aufstehen. Ibarra lachte plötzlich und sanft, fast verhalten. Kopernik's Augen fuhren zu ihm herum, bohrten sich in sein Gesicht.
Dann sah er wieder mich an, mit leerem Blick. »Der Ithaker mag Sie«, sagte er, »er findet Sie gut.« Das Lächeln verließ Ibarras Gesicht, aber kein anderer Ausdruck nahm seine Stelle ein. Es lag überhaupt kein Ausdruck darauf. Kopernik sagte, »Sie haben die ganze Zeit schon gewusst, wer die Dame war. Sie wussten auch, wer Waldo war und wo er wohnte. Gleich gegenüber von ihnen, nur einen Stock tiefer. Sie wussten, dass dieser Waldo einen Burschen umgelegt hatte und im Begriff stand zu türmen, bloß dass ihm dieses Flittchen da irgendwie zwischen die Pläne geriet und er scharf darauf war, sich nochmal mit ihr zu treffen, bevor er sich verdünnisierte. Dazu ist er dann nie mehr gekommen. Ein alter Kumpan von ihm aus dem Osten, El Tessalor mit Namen, hat ihm da einen Strich durchgemacht, indem er durch Waldo selber einen Strich machte. Dann haben sie das Mädchen getroffen und ihre Sachen bei sich versteckt und sie wieder auf den Weg geschickt und über alles dicht gehalten. So verdienen sich Kerls wie Sie eben ihre Brötchen, habe ich recht?« »Ja«, sagte ich, »bloß, dass ich diese ganzen Sachen erst vor kurzem erfahren habe.« »Wer war denn Waldo?« Kopernik sah mich mit gebleckten Zähnen an. Rote Flecken brannten hoch auf seinen bleichen Backen. Ibarra sagte, ohne vom Boden aufzublicken, sehr sanft, »Waldo Rattigan. Wir haben ihn über Fernschreiber von Washington gekriegt. Er war ein billiger Fensterkletterer mit ein paar kleinen Vorstrafen. Bei einem Banküberfall in Detroit war er der Fahrer. Er hat dann später gegen die Bande ausgesagt und Straffreiheit gekriegt dafür. Einer von der Bande war dieser El Tessalor. Er hat zwar noch keinen Mucks gesagt, aber wir meinen, dass die Begegnung in der Kneipe drüben reiner Zufall war.« Ibarra sprach mit der sanften, ruhigen, fein abgestuften Stimme eines Mannes, für den Klänge eine Bedeutung haben. Ich sagte, »Danke, Ibarra. Kann ich rauchen, oder wird Kopernik mir die Zigarette aus dem Mund treten?« Ibarra lächelte plötzlich. »Aber sicher können Sie rauchen«, sagte er. »Der Ithaker mag Sie tatsächlich«, spöttelte Kopernik. »Man weiß doch nie, was ein Ithaker für Geschmacksneigungen entwickelt. Stimmt's?« Ich zündete mir eine Zigarette an. Ibarra betrachtete Kopernik und sagte sehr sanft, »Dieses Wort Ithaker, du strapazierst es ein bisschen zu sehr, finde ich. Ich mag's nicht so gern, wenn's auf mich angewendet wird.« »Ist mir schnurzegal, was du magst, Ithaker.« Ibarra lächelte noch ein wenig stärker. »Du machst einen Fehler«, sagte er. Dann zog er eine kleine Nagelfeile heraus und begann sie zu benutzen, mit gesenktem Blick. Kopernik giftete. »Ich habe schon von Anfang an gerochen, dass an ihnen was faul war, Dermes. Als wir diese beiden Lumpen identifiziert hatten, haben wir uns, Ibarra und ich, deshalb gedacht, wir schwirren mal rüber und nehmen sie noch mal ins Gebet. Ich greife mir eins von Waldos Leichenhallenfotos. Hübsche Arbeit, das Licht genau richtig in die Augen, die Krawatte schön gerade und ein weißes Tüchlein genau richtig vorn in der Tasche. Hübsche Arbeit. Und unterwegs hier, rein aus Routine, holen wir den Hausverwalter aus dem Bett und lassen ihn mal drauf gucken. Und tatsächlich, er kennt den Burschen, wohnt hier als A.B. Hummel Apartment 21, also gehen wir da rein und finden einen Toten. Dann machen wir mit dem die Runde, keiner kennt ihn bis jetzt, aber er hat ein paar prächtige Fingerabdrücke unter dem bewussten Gürtel und ich höre, dass sie ganz allerliebst zu Waldos Fingern passen.« »Na, das ist doch was«, sagte ich, »ich dachte nämlich schon, ich hätte ihn vielleicht ermordet.« Kopernik starrte mich lange an. Sein Gesicht hatte aufgehört zu grinsen und war jetzt nur noch eine harte, brutale Visage. »Ja, wir haben sogar noch mehr«, sagte er. »Wir haben den Wagen, mit dem Waldo türmen wollte, und alles, was Waldo zum Mitnehmen eingepackt hatte.« Ich blies Zigarettenrauch aus, in ruckenden Stößen. Der Wind schlug gegen die geschlossenen Fenster. Die Luft im Zimmer war dumpf. »Ah ja, wir sind helle Burschen«, höhnte Kopernik. »Mit so viel Mumm und Köpfchen hätten wir nie gerechnet. Sehen Sie sich das mal an.«
Er fuhr mit der knochigen Hand in seine Rocktasche und zog ganz langsam etwas über die Kante des Schachttischchens herauf, zog es lang über die grüne Plattenfläche und ließ es schimmernd ausgestreckt darauf liegen. Eine weiße Perlenschnur mit einer Schließe wie ein zweiflügeliger Propeller. Sie glänzte sanft in der dicken, qualmigen Luft. Lola Bersalis Perlen. Die Perlen, die der Flieger ihr geschenkt hatte, der Bursche, der tot war, der Bursche, den sie immer noch liebte. Ich starrte sie an, rührte mich aber nicht. Nach einer längeren Weile sagte Kopernik fast ernst: »Hübsch, was?« »Ist Ihnen jetzt vielleicht danach, uns ein bisschen was zu erzählen, Mr. Darmus?« Ich stand auf und schob den Stuhl unter mir weg, ging langsam durch das Zimmer und schaute mir die Perlen an. Die größte hatte vielleicht einen Drittelzoll Durchmesser. Sie waren rein weiß, irisierend, hatten einen weichen, zarten Glanz. Ich nahm sie langsam vom Schachttischchen hoch, wo sie neben ihren anderen Sachen lagen. Sie fühlten sich schwer an, glatt, sehr schön. »Hübsch«, sagte ich, »die sind an den meisten Verwicklungen schuld.« »Ja, jetzt will ich reden. Müssen eine Menge Geld wert sein.« Ibarra lachte hinter mir. Es war ein sehr freundliches Lachen. »Rund $100«, sagte er. »Eine gute Imitation.« Ich hob die Perlen erneut an die Augen. Kopernicks glasiger Blick glotzte mich an. »Woran sehen Sie das?«, fragte ich. »Ich kenne mich aus mit Perlen«, sagte Ibarra. »Die hier sind gut gemacht. Ganz die Art, wie Frauen sie sich oft selber anfertigen lassen, als Versicherung sozusagen. Aber sie sind glatt wie Glas. Echte Perlen sind kiesig zwischen den Zähnen. Probieren Sie mal.« Ich nahm zwei oder drei von ihnen zwischen die Zähne und bewegte die Zähne vor und zurück und hin und her. Festbeißen wollte ich nicht gerade drauf. Die Perlen waren hart und glatt. »Ja, sind wirklich sehr gut gemacht«, sagte Ibarra. »Manche haben sogar kleine Unebenheiten und flache Stellen, wie echte Perlen sie haben können.« »Würden Sie 15 Riesen kosten, wenn sie echt wären?«, fragte ich. »Sie, vermutlich schon, das ist schwer zu sagen. Hängt von einer Menge Sachen ab.« »Dieser Waldo war gar nicht so schlecht«, sagte ich. Kopernik stand blitzschnell auf, aber ich sah nicht, wie er ausholte. Ich sah noch immer auf die Perlen nieder. Seine Faust traf mir seitlich ins Gesicht gegen die Backenzähne. Ich schmeckte sofort Blut. Ich taumelte zurück und tat so, als hätte er mich schlimmer erwischt, als es wirklich der Fall war. »Setzen Sie sich hin und reden Sie, Sie«, flüsterte er. Ich setzte mich hin und benutzte ein Taschentuch, um mir die Backe zu tupfen. Ich leckte an dem Riss in meinem Mund. Dann stand ich wieder auf und ging hinüber und hob die Zigarette auf, die er mir aus dem Mund geschlagen hatte. Ich zerdrückte sie in einem Aschenbecher und setzte mich wieder hin. Ibarra feilte an seinen Nägeln und hielt einen davon unter die Lampe. Auf Kopernicks Brauen standen Schweißperlen an den inneren Enden. »Sie haben diese Perlen in Waldos Wagen gefunden«, sagte ich und sah nur Ibarra an dabei. »Auch irgendwelche Papiere?« Er schüttelte, ohne aufzublicken, den Kopf. »Ihnen würde ich glauben«, sagte ich. »Hier also meine Geschichte. Ich hatte Waldo noch nie gesehen, als er heute Abend in die Kneipe drüben kam und nach dem Mädchen fragte. Ich wusste nichts mehr, als was ich erzählt habe. Als ich nach Hause kam und aus dem Fahrstuhl trat, wartete dieses Mädchen dort auf dem Flur in dem bedruckten Bolero-Jäckchen und dem breiten Hut und dem blauen Seidenkreppkleid, ganz wie er es beschrieben hatte. Und sie sah aus wie ein echt nettes Mädchen.« Kopernik lachte spöttisch. Das konnte mir jetzt egal sein. Ich hatte ihn in der Hand. Er brauchte das nur noch zu kapieren. Und das stand ihm jetzt bevor, ganz kurz bevor. »Ich wusste, dass sie als Zeugin von der Polizei gesucht wurde«, sagte ich. »Und ich hatte den Verdacht, dass noch was anderes hinter der Sache steckte.
Aber dass mit ihr selber etwas nicht stimmen könnte, den Verdacht hatte ich keinen Augenblick. Sie war einfach ein nettes Mädchen, das in der Klemme steckte und nicht einmal etwas von der Klemme ahnte. Ich nahm sie mit zu mir rein. Da zog sie eine Pistole, aber sie meinte es nicht ernst, sie war nur durcheinander. Kopernik setzte sich sehr plötzlich und begann sich die Lippen zu lecken. Sein Gesicht hatte auf einmal einen wie versteinerten Ausdruck, als sei es aus feuchtem grauem Stein. Er gab keinen Laut von sich. Waldo war ihr Chauffeur gewesen, fuhr ich fort. Er hatte sich Joseph Choate genannt. Sie selbst heißt Mrs. Frank C. Basali. Ihr Mann ist ein vielgefragter Ingenieur für Hydroelektrik. Irgendein Bursche hatte ihr früher einmal die Perlen geschenkt und sie erzählte ihrem Mann, es wären bloß Warenhausperlen. Waldo kam irgendwie dahinter, dass eine alte Romanze damit zusammenhing, und als Barsali aus Südamerika nach Hause kam und ihn feuerte, weil er ein bisschen zu gut aussah, riss er sich die Perlen unter den Nagel. Ibarra hob ganz plötzlich den Kopf und seine Zähne blitzten. »Sie meinen, er wusste gar nicht, dass es Imitationen waren?« »Ich habe mir schon gedacht, dass er die echten vielleicht verscheuert hat und diese hier anfertigen lassen«, sagte ich. Ibarra nickte. »Wäre möglich.« »Er ließ auch noch was anderes mitgehen«, sagte ich. »Irgendwelches Zeug aus Barsalis Aktentasche, aus dem hervorging, dass er eine Frau aushielt, draußen in Brentwood. Er hat also Mann und Frau gleichzeitig erpresst, ohne dass eins vom anderen wusste. Alles mitgekriegt soweit?« »Ich schon«, sagte Kopernik heiser zwischen zusammengepressten Lippen. Sein Gesicht war immer noch aus feuchtem grauem Stein. »Machen Sie doch bloß weiter, verdammt!« »Waldo hatte vor Ihnen keine Angst«, sagte ich. »Er verheimlichte durchaus nicht, wo er wohnte. Das war ziemlich verrückt von ihm, ersparte ihm aber eine Menge Schwindeleien, wenn er es riskierte. Das Mädchen kam heute Abend her, um sich mit 5 Riesen ihre Perlen zurückzukaufen. Sie kriegte Waldo aber nie mehr zu sehen. Sie ging zu seiner Wohnung rauf, um da nach ihm zu suchen, und stieg dann zu Fuß einen Stock höher, bevor sie wieder runterfuhr. Wie Frauen das machen, wenn sie besonders vorsichtig sein wollen. So bin ich ihr begegnet. So nahm ich sie hier mit rein. So stand sie dann dort drüben im Ankleidezimmer, als Al Tessilor mich besuchte, um einen Zeugen auszuradieren. Ich zeigte zur Tür des Ankleidezimmers hinüber. Und so ist sie dann mit ihrer kleinen Pistole da rausgekommen und hat sie ihm in den Rücken gebohrt und mir das Leben gerettet, sagte ich. Kopernik rührte sich nicht. Es war etwas Grauenhaftes jetzt in seinem Gesicht. Ibarra ließ seine Nagelfeile in eine kleine Lederhülle gleiten und verstaute sie langsam in der Tasche. »Ist das alles?«, fragte er freundlich. Ich nickte. »Außer, dass sie mir noch gesagt hat, welches Apartment Waldo hatte, und da bin ich dann hingegangen, um nach den Perlen zu suchen. Ich fand stattdessen den Toten. In seiner Tasche steckten neue Wagenschlüssel von einer Packard-Vertretung, und unten auf der Straße fand ich dann den Packard selber und brachte ihn dahin zurück, wo er her war, nämlich zu der Frau, die Barsali aushält. Barsali hatte einen Freund aus dem Spezia Club hergeschickt, um etwas zu kaufen, und der hatte versucht, es mit der Kanone zu kaufen, statt mit dem Geld, das Barsali ihm gegeben hatte. Daraufhin hat Waldo ihn dann fertig gemacht.« »Ist das alles?«, fragte Ibarra sanft. »Alles«, sagte ich und leckte mir die geplatzte Stelle innen an meiner Backe. Ibarra sagte langsam, »Was verlangen Sie?« Kopernicks Gesicht verzerrte sich und er schlug sich auf den langen, harten Schenkel. »Der Bursche ist gut«, spottete er, »fällt auf eine Rumtreiberin rein und verstößt so ungefähr gegen das ganze Gesetzbuch, und da fragst du ihn noch, was er verlangt?« »Ich werde ihm geben, was er braucht, Ithaka!« Ibarra wandte langsam den Kopf und sah ihn an. »Ich glaube, das wirst du nicht tun«, sagte er. »Ich glaube, du wirst ihm ein sauberes Unbedenklichkeitszeugnis ausstellen und alles zugestehen, was er sonst noch verlangt. Er hat dir nämlich eine Lektion in Polizeiarbeit erteilt.« Eine lange Minute lang regte Kopernik sich nicht und gab auch keinen Laut von sich.
Keiner von uns regte sich. Dann beugte Kopernik sich vor und seine Jacke ging auf. Der Kolben seiner Dienstpistole schaute unter seinem Arm aus dem Halfter hervor. »Also, was verlangen Sie?« fragte er mich. »Was auf dem Schachttischchen da liegt. Das Jäckchen und den Hut und die nachgemachten Perlen. Und dass ein paar Namen nicht in die Zeitungen kommen, ist das zu viel?« »Ja, das ist zu viel«, sagte Kopernik fast liebenswürdig. Er machte eine Seitenwendung und die Pistole sprang ihm sauber in die Hand. Er stützte den Unterarm auf den Schenkel und richtete die Waffe auf meinen Bauch. »Mir gefällt viel besser, dass Sie eine Portion Blei in die Kutteln kriegen, weil Sie sich der Verhaftung widersetzt haben«, sagte er. »Mir gefällt das besser, weil ich schon einen Bericht vorgelegt habe über El Tessilors Verhaftung und meine Beteiligung daran, weil gerade in diesem Moment schon die ersten Morgenblätter mit Fotos von mir auf die Straße kommen. Mir gefällt's besser, wenn Sie nicht mehr lange genug leben, um sich darüber schieflachen zu können, Freundchen.« Mein Mund fühlte sich plötzlich heiß an und trocken. In der Ferne hörte ich den Wind toben. Es kam mir vor wie ferner Kanonendonner. Ibarra bewegte die Füße auf dem Boden und sagte kalt, »Du hast hier zwei Fälle, die vollständig gelöst sind, Polizist. Dafür tust du nichts weiter, als dass du einigen wertlosen Krempel hier lässt und ein paar Namen aus den Zeitungen raushältst, das heißt auch aus den Akten der Staatsanwaltschaft. Wenn die sie trotzdem kriegt, sieht's ziemlich schlecht für dich aus.« Kopernik sagte, »Mir gefällt's auf die andere Art besser.« Die blaue Pistole in seiner Hand war wie ein Felsbrocken. »Und Gnade dir Gott, wenn du mich nicht deckst!« Ibarra sagte, »Wenn die Öffentlichkeit von der Frau Wind bekommt, stehst du als Lügner da, der ein falsches Protokoll abgegeben hat, und als Betrüger an deinem eigenen Kollegen. In einer Woche wird man im Präsidium nicht mal mehr deinen Namen nennen. Schon beim Gedanken daran wird allen schlecht werden.« Der Hahn an Kopernicks Pistole klickte zurück, und ich sah, wie sich sein großer, knochiger Finger weiter um den Abzug krümmte. Mein Nacken war so nass wie eine Hundeschnauze. Ibarra stand auf, die Pistole fuhr zu ihm herum. Er sagte, »Dann wollen wir mal sehen, wie feige ein Ithaka ist. Ich sage dir, steck die Knarre weg, Sam.« Er setzte sich in Bewegung, er tat vier ruhige Schritte. Kopernik war ein Mann ohne einen Hauch von Bewegung, ein Mann aus Stein. Ibarra tat einen weiteren Schritt und ganz plötzlich begann die Pistole zu zittern. Ibarra sagte gelassen, »Steck sie weg, Sam. Wenn du den Kopf behältst, geht alles glatt. Wenn nicht, bist du erledigt.« Er tat einen weiteren Schritt. Kopernicks Mund öffnete sich weit und gab ein keuchendes, luftschnappendes Geräusch von sich. Dann sackte er im Sessel zusammen, als hätte er einen Schlag auf den Kopf bekommen. Seine Lider erschlafften. Ibarra riss ihm die Pistole mit einer Bewegung aus der Hand so blitzschnell, dass es überhaupt keine Bewegung mehr war. Er trat rasch zurück, hielt die Pistole an der Seite nach unten. »Es ist der heiße Wind, Sam. Wir wollen's vergessen«, sagte er mit derselben gelassenen, fast empfindsamen Stimme. Kopernicks Schultern sackten noch tiefer und er barg das Gesicht in den Händen. »Okay«, sagte er zwischen den Fingern. Ibarra ging sanft durch das Zimmer und öffnete die Tür. Er sah mich mit trägen, halbgeschlossenen Augen an. »Ich würde ebenfalls eine Menge tun für eine Frau, die mir das Leben gerettet hat«, sagte er. »Ich schlucke das Menü, das Sie uns angerichtet haben, aber dass es mir schmeckt, können Sie von mir als Polizisten nicht erwarten.« Ich sagte, »Der kleine Mann in dem Bett heißt Leon Valesanos. Er war Croupier im Spezia Club.« »Danke«, sagte Ibarra. »Gehen wir, Sam.« Kopernik stand schwerfällig auf und ging durchs Zimmer und durch die offene Tür hinaus und außer Sicht. Ibarra folgte ihm durch die Tür und wollte sie schließen. Ich sagte, »Einen Moment noch.« Er wandte langsam den Kopf, die linke Hand an der Tür, die blaue Pistole dicht unten an der rechten Seite.
Mir ist es nicht um Geld gegangen in dieser Sache, sagte ich. Die Barsalis wohnen 212 Freeman Place. Sie können ihr die Perlen bringen. Wenn Barsalis Name aus der Zeitung herausbleibt, kriege ich 500er. Die gehen an den Polizeifonds. Ich bin gar nicht so gewieft, wie Sie denken. Es ist einfach alles so gekommen. Und Ihr Kollege ist ein Lump. Ibarra sah durch das Zimmer zu den Perlen auf dem Schachttischchen hinüber. Seine Augen leuchteten. »Bringen Sie die ihr selbst«, sagte er. »Das mit den 500 ist okay. Ich denke, der Fonds hat sie verdient.« Er schloss still die Tür, und einen Augenblick später hörte ich den Fahrstuhl gehen. Ich öffnete mein Fenster und steckte den Kopf hinaus in den Wind und sah dem davonfahrenden Streifenwagen nach. Der Wind blies scharf herein und ich ließ ihn blasen. Ein Bild fiel von der Wand und zwei Schachfiguren rollten vom Tisch. Der Stoff von Lola Barsalis Jäckchen hob sich und zitterte. Ich ging in meine kleine Küche und trank ein bisschen Scotch und ging ins Wohnzimmer zurück und rief sie an. So spät es war. Sie kamen selber an den Apparat, sehr schnell, ohne jeden Schlaf in der Stimme. »Dermas«, sagte ich, »alles okay bei Ihnen?« »Ja, ja«, sagte sie, »ich bin allein.« »Ich habe etwas gefunden«, sagte ich, »oder vielmehr die Polizei, aber Ihr dunkler Junge hat Sie betrogen.« Ich habe hier eine Schnur mit Perlen, aber echte sind es nicht. Die echten hat er vermutlich verkauft und für sie dann eine Imitation anfertigen lassen mit der echten Schließe. Sie war lange still, dann ein bisschen schwach. Die Polizei hat sie gefunden? In Waldos Wagen, aber es kommt nicht ins Protokoll. Wir haben ein Abkommen getroffen. Sehen Sie morgen früh in die Zeitung, dann können Sie sich ausrechnen, warum. »Dann gibt es wohl weiter nichts mehr zu sagen«, sagte sie. »Kann ich die Schließe haben?« »Ja. Wollen wir uns morgen um 4 in der Bar des Esquire Club treffen?« »Sie sind wirklich lieb«, sagte sie mit erschöpfter Stimme. »Ja. Frank ist immer noch auf seiner Tagung.« »Diese Tagung, die nehmen einen ganz schönen Anspruch«, sagte ich. Wir sagten uns auf Wiedersehen. Ich rief eine Nummer in West Los Angeles an. Er war noch da bei seinem Russenmädchen. »Sie können mir morgen früh einen Scheck über 500 Dollar schicken«, erklärte ich ihm, »ausgestellt auf den Polizeifonds, wenn Sie wollen. Da geht er nämlich hin.« Kopernik bestritt die dritte Seite der Morgenblätter mit zwei Fotos und einem hübschen Halbspalter. Der kleine braune Mann in Apartment 21 tauchte überhaupt nicht in den Zeitungen auf. Der Verband der Apartmenthausbesitzer hat schließlich keine schlechten Beziehungen. Ich ging nach dem Frühstück aus dem Haus, und der Wind hatte sich völlig gelegt. Der Himmel war bewölkt und ruhig und grau. Ich fuhr zum Boulevard hinunter und suchte mir das beste Juweliergeschäft und legte eine Perlenkette auf eine schwarze Samtunterlage unter einer tageslichtblauen Lampe. Ein Mann mit Eckenkragen und gestreifter Hose schaute sie sich gelangweilt an. »Wie gut?«, fragte ich. »Tut mir leid, Sir. Wir geben keine Schätzungen ab. Ich kann Ihnen den Namen eines Taxators nennen.« »Machen Sie keine Faxen«, sagte ich, »das sind holländische.« Er richtete die Lampe ein wenig und beugte sich nieder und spielte mit ein paar Zoll der Kette herum. »Ich brauche eine Kette genau wie diese, mit dieser Schließe dran, und zwar schnell«, fügte ich hinzu. »Was denn genau wie diese?« Er schaute nicht auf. »Und holländische sind es nicht, es sind böhmische.« »Okay. Können Sie ein Duplikat davon herstellen?« Er schüttelte den Kopf und schob die Samtunterlage von sich, als könnte sie ihn beschmutzen. »In 3 Monaten vielleicht. Hier im Lande werden solche Glasarbeiten nicht hergestellt. Wenn es wirklich ein genaues Duplikat sein soll, 3 Monate mindestens. Und unser Haus übernimmt solche Sachen überhaupt nicht.«
»Es muss herrlich sein, wenn man die Nase so hochtragen kann«, sagte ich. Dann schob ich ihm eine Karte unter den schwarzen Ärmel. »Geben Sie mir eine Adresse, die es macht, und nicht erst in 3 Monaten und vielleicht nicht als haargenaue Kopie.« Er zuckte die Achseln, ging mit der Karte weg, kam nach 5 Minuten zurück und händigte sie mir wieder aus. Auf der Rückseite stand etwas geschrieben. Der alte Levantiner hatte einen Laden am Melrose, einen Kramladen mit allem möglichen Zeug im Fenster, vom zusammenklappbaren Kinderwagen bis zum Waldhorn, vom Perlmutt-Lorgnon in verschossenem Plüschetui bis zum 6-schüssigen 44er Single Action Special, wie sie ihn immer noch für Schutzpolizisten im Westen herstellen, deren Großväter einmal knallharte Sheriffs waren. Der alte Levantiner trug ein Käppchen auf dem Schädel und 2 Brillen und einen Vollbart. Er studierte meine Perlen, schüttelte traurig den Kopf und sagte, »Für $20 fast so gut. Nicht ganz so gut, verstehen Sie. Nicht so gutes Glas.« »Wie ähnlich werden Sie denn ausfallen?« Er breitete die festen, starken Hände. »Ich sage Ihnen die Wahrheit«, sagte er, »kein neugeborenes Kind würde drauf reinfallen.« »Machen Sie es trotzdem«, sagte ich, »und die Schließe dran. Und natürlich will ich die anderen auch wieder haben.« »Natürlich. 2 Uhr«, sagte er. Leon Valesanos, der kleine Mann aus Uruguay, bestritt die Nachmittagsblätter. Er war erhängt aufgefunden worden in einem ungenannten Apartment. Die Polizei ermittelte noch. Um 4 Uhr betrat ich die lange, kühle Bar des Esquire Club und schlenderte die Reihen der Nischen entlang, bis ich eine fand, in der allein für sich eine Frau saß. Sie trug einen Hut, der wie ein flacher Suppenteller aussah, mit sehr breitem Rand, und ein braunes, maßgearbeitetes Kostüm mit einem strengen männlichen Hemd und einer Krawatte. Ich setzte mich neben sie und schob ihr ein Paket über den Sitz. »Machen Sie es gar nicht erst auf«, sagte ich. »Am besten geben Sie es gleich zum Einäschern, so wie es ist, wenn Sie wollen.« Sie blickte mich mit dunklen, müden Augen an. Ihre Finger drehten ein dünnes Glas, das nach Pfefferminz roch. »Danke.« Ihr Gesicht war sehr blass. Ich bestellte einen Highball und der Kellner ging weg. »Schon die Zeitungen gelesen?« »Ja.« »Jetzt verstehen Sie doch, wie das kommt, dass dieser Bursche Kopernik Ihnen da den ganzen Auftritt gestohlen hat, ja?« »Dadurch können die Kerls nun nichts mehr ändern an der Geschichte und Sie nicht mehr hineinziehen.« »Das spielt jetzt keine Rolle mehr«, sagte sie. »Aber trotzdem, vielen Dank. Und bitte, bitte zeigen Sie sie mir.« Ich zog eine Perlenkette aus dem lose herumgewickelten Seidenpapier in meiner Tasche und schob sie ihr hinüber. Die silberne Propellerschließe blinkte im Licht der Wandkandelaber. Auch der kleine Diamant blinkte. Die Perlen waren so stumpf wie weiße Seife. Sie stimmten nicht einmal in der Größe. »Sie hatten recht«, sagte sie tonlos. »Das sind nicht meine Perlen.« Der Kellner kam mit meinem Drink und sie stellte geschickt ihre Handtasche drauf. Als er wieder gegangen war, fingerte sie langsam noch ein wenig daran herum, ließ sie dann in ihre Handtasche gleiten und schenkte mir ein trockenes, freudloses Lächeln. »Wie Sie gesagt haben, ich werde die Schließe behalten.« Ich sagte langsam, »Sie wissen gar nichts von mir. Sie haben mir gestern Abend das Leben gerettet und wir hatten einen kurzen Augenblick der Gemeinsamkeit, aber es war nur ein Augenblick.« »Sie wissen immer noch nicht das Geringste von mir. Im Präsidium arbeitet ein Beamter namens Ibarra, ein Mexikaner der guten Sorte, der in dem Fall zu ermitteln hatte und auch die Perlen in Waldos Koffer mitgefunden hat. Das nur, falls Sie sich vergewissern wollen, dass ich...« Sie sagte, »seien Sie nicht albern. Es ist alles vorbei. Es war eine Erinnerung. Ich bin noch zu jung, um Erinnerungen nachzuhängen. Vielleicht ist alles so am besten. Ich habe Stan Phillips geliebt, aber er ist fort, schon lange fort.«
Ich starrte sie an, sagte kein Wort. Sie fügte ruhig hinzu: »Heute Morgen hat mein Mann mir eine Mitteilung gemacht, die mir sehr überraschend kam. Wir sollen uns trennen.« So ist mir sehr wenig nach Lachen zumute heute. »Das tut mir leid«, sagte ich lahm. »Weiter kann man dazu nichts sagen. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Vielleicht auch nicht. Ich bewege mich nicht oft in Ihren Kreisen. Viel Glück.« Ich stand auf. Wir sahen uns einen Moment lang an. »Sie haben ja Ihr Glas nicht einmal angerührt«, sagte sie. »Trinken Sie es. Dieses Pfefferminzzeug verdirbt Ihnen nur den Magen.« Ich stand einen Moment noch da, eine Hand hart auf dem Tisch. »Wenn Sie mal jemand belästigt«, sagte ich, »lassen Sie es mich wissen.« Ich verließ die Bar, ohne mich nachher umzusehen, stieg in meinen Wagen und fuhr auf dem Sunset nach Westen und das ganze Stück zum Coast Highway hinunter. Überall unterwegs waren die Gärten voll verwelkter und verdorrter Blätter und Blumen, die der heiße Wind verbrannt hatte. Aber das Meer sah kühl aus und träge und ganz so wie immer. Ich fuhr weiter, fast bis nach Malibu, und parkte dann und ging und setzte mich auf einen großen Felsen, der innerhalb einer Drahtumzäunung lag. Es war Gezeitenmitte und die Flut kam. Die Luft roch nach Tang. Ich schaute ein Weilchen aufs Wasser hinaus, dann zog ich eine Schnur mit böhmischen Talmi-Perlen aus der Tasche und löste den Knoten am einen Ende und ließ die Perlen eine nach der anderen vom Faden schlüpfen. Als ich sie alle lose in der linken Hand hielt, blieb ich eine Weile reglos sitzen und überlegte. In Wirklichkeit gab es gar nichts zu überlegen. Ich war ganz sicher. »Dem Andenken an Mr. Stan Phillips«, sagte ich laut. »Er war auch bloß ein Angeber.« Ich ließ ihre Perlen eine nach der anderen ins Wasser schnellen, hinüber zu den auf den Wellen treibenden Möwen. Es gab viele kleine Platscher, und die Möwen stiegen vom Wasser auf und stießen nieder auf die Platscher.